1914 glaubten Deutsche und Engländer noch, der Krieg liefe auf eine Konfrontation großer Schlachtschiffe hinaus. Aber nur ein einziges Mal kam es zu einer offenen Schlacht zwischen den Flotten. Der restliche Seekrieg verlief völlig anders als erwartet. Er wurde von einer ganz neuen Waffe dominiert, dem U-Boot. Die U-Boote waren furchtbar eng und verwundbar. Es war ein Krieg der Blockaden und der massenhaften Versenkung. Und anstelle des finalen Sieges führte er vor allem zu Enttäuschungen und Unheil. Aber der Seekrieg brachte auch neue Erfindungen und technologischen Fortschritt mit sich. Sowohl in den Höhen der Lüfte als auch in den Tiefen des Ozeans. Jetzt kann man den Seekrieg zum ersten Mal erleben, wie er wirklich geschah. In Farbe. Seit der Schlacht von Trafalgar hatte die britische Flotte die Herrschaft über die Meere ausgeübt. Bei Paraden wie vor Spithead wurde ihre Macht anschaulich vorgeführt. Ich weiß noch, wie wir damals zur Parade nach Spithead fuhren. Uns Kinder faszinierte die unglaubliche Ansammlung von Schiffen aller Größen. Soweit das Auge reichte, sah man Matrosen. England war damals ein Land der Seefahrer. Großbritannien auf seiner kleinen Insel war vom Handel abhängig. Und die Sicherung der Handelsrouten verlangte nach der Kontrolle über die Meere. Doch seit Anfang des 20. Jahrhunderts sah sich die britische Vorherrschaft einem neuen Herausforderer gegenüber. Seit seiner Krönung zum deutschen Kaiser im Jahre 1888 träumte Kaiser Wilhelm II. Von der Etablierung eines imperialen Reiches, ebenbürtig mit dem anderer europäischer Nationen. Für dieses Vorhaben benötigte er eine Flotte. Die Ambitionen des deutschen Kaisers sowie die britische Entschlossenheit zur Erhaltung ihrer Vorherrschaft führten zu einem gewaltigen maritimen Wettrüsten. Das Wettrüsten führte zu einer neuen Klasse von Kriegsschiffen, benannt nach dem ersten Modell der Briten von 1905, der Dreadnought. Sie war gigantisch und überbot alle vormaligen Panzerkreuzer. Die Dreadnought stand für zwei fundamentale technologische Veränderungen. Statt vier Geschützen bestand die Bewaffnung aus 8 bis 10 Geschützen und man verwendete leistungsstärkere und schnellere Turbinenmotoren. Auf die Leistung der Schlachtschiffe bezogen, war das ein Quantensprung. 8 Jahre lang versuchte man sich mit dem Bau größerer und noch mächtigerer Schiffe zu übertrumpfen. Der Erfinder der Dreadnought, Admiral Lord Fisher, befand, sein Schiff mache alle anderen Schlachtschiffe belanglos. Die einzige Frage ist die Anzahl der Dreadnoughts. Wer immer eine Dreadnought bekämpft, sie wird ihn verschlingen. Sie ist das Gürteltier unter den Ameisen. Das Gürteltier fährt seine Zunge aus und schlingt alle Ameisen hinunter. Zur Zeit der Kriegserklärung 1914 standen 13 deutsche Dreadnoughts 21 britischen gegenüber. Matrosen auf beiden Seiten sehnten sich nach einer Erprobung ihrer neuen Superwaffen. Die Begeisterung ist groß und die Rekruten strömen in Scharen herbei. Wenn doch nur die deutsche Flotte endlich käme, wir würden sie in wenigen Minuten vernichten. Fred Bunday war bei Kriegsausbruch ein 15-jähriger Kadett. Ich kannte den Kaiser nicht, aber hätte ich eine Chance gehabt, ich hätte ihn erschossen.
Fred Bunday trat so schnell er konnte vollen Dienst an. Ich dachte, das wäre doch wunderbar. In den Schützengräben lief man nur Gefahr, sich eine Kugel einzufangen. Also ging ich zur Flotte. Schiffe hatten mich schon immer fasziniert. Die deutschen Matrosen waren ebenso begeistert. So zum Beispiel Richard Stumpf, Matrose der Hochseeflotte. Unsere Vorfreude war grenzenlos und hielt bis spät in die Nacht. Wonach wir uns gesehnt und gefürchtet hatten, stand unmittelbar bevor. Endlich verfügten wir über eine Flotte, mit der wir die heimtückischen Engländer bekämpfen konnten. Aber die Kosten und das Ansehen der neuen Schlachtkreuzer hatten einen merkwürdigen Effekt. Niemand konnte sich einen Verlust leisten. Admiral John Jellicoe, Befehlshaber der Flotte bei Scapa Flow, zögerte gar, auszulaufen. Ist die Aussicht auf Zerstörung feindlicher Schlachtschiffe gegeben, ist es richtig, unsere eigenen dafür in Gefahr zu bringen. Aber solange die Aussicht nicht erfolgversprechend genug ist, lohnt sich ein solches Risiko nicht. Seine größte Angst war der Verlust der unfassbar teuren Flotte in nur einer Schlacht. Er fürchtete, der Krieg könnte dann an einem einzigen Nachmittag verloren werden. Die beiden Flotten lagen also vor Anker und setzten sich gegenseitig Patt, indem sie nicht ausliefen. Die Vorsicht war so groß, dass es ganze 2 Jahre dauerte, bis sich beide Flotten in einer Schlacht stellten. Während die neuen Schlachtkreuzer noch sicher in ihren Häfen lagen, lief Englands restliche Flotte aus und installierte eine Seeblockade, um Deutschland vom Welthandel abzuschneiden. Die Engländer verfügten über die größere Flotte an Panzerkreuzern und Zerstörern. Schnell erlangten sie die Kontrolle über die Nordsee und hinderten alle Handelsschiffe am Anlaufen deutscher Häfen. Die neutralen Schiffe wurden einfach nach England umgeleitet. Dort kaufte man ihnen die Ware ab. Sie machten also trotzdem ihr Geschäft und konnten noch die Reise verkürzen. Außer den Deutschen war niemand unzufrieden. Die deutschen Matrosen konnten nur zusehen, wie die britische Flotte immer weiter anwuchs, während ihre eigene Nation Not litt. Wenn man die Menge der Güter sah, die nach England umgeleitet wurden, wenn man sah, wie emsig der Feind damit beschäftigt war, Güter aus allen Erdteilen für die Aufrüstung seiner Flotte zu beschaffen, konnte man das dräuende Unheil erahnen. Doch eine Waffe sollte den Seekrieg völlig verändern. Das U-Boot. Bei Kriegsbeginn verfügte die britische Flotte über erheblich mehr U-Boote. Das Leben auf einem solchen unterschied sich dabei völlig von dem auf einem Schlachtkreuzer. Ich hatte große Platzangst. Ich mochte es nicht, mich eingesperrt zu fühlen. Die U-Boote waren furchtbar eng und verwundbar. Es waren nur Freiwillige an Bord, denn sie bekamen einen Schilling extra pro Tag. Es gab nicht viele U-Boote, aber anfangs viele Freiwillige. Später musste man die Matrosen dann zum U-Boot-Dienst verpflichten. Viele wollten später nicht auf ein U-Boot, aber sie mussten. Dann gefiel es den meisten aber doch, denn es war egal, ob man Offizier oder Heizer war. Im U-Boot ziehen alle an einem Strang. Die Briten setzten ihre U-Boote in erster Linie als Patrouillen zur Unterstützung der Flotte ein. Die deutschen U-Boote dienten einem ganz anderen Zweck. Sie waren die einsamen Jäger und Deutschlands effektivste Waffe im Seekrieg. Die meiste Zeit verbrachten aber auch die U-Boote an der Wasseroberfläche und erlaubten der Besatzung so einen Moment der Ruhe.
Nach einem vorzüglichen Mahl von frischem Fisch kletterten wir auf den Kommandoturm und genossen in der frischen Nordseebrise eine Zigarre. Graue und violette Schwaden durchzogen das strahlende Leuchten des Sonnenuntergangs. Beim Tauchgang aber, wenn das U-Boot Jagd auf seine Beute machte, war das Leben völlig anders. Die Atmosphäre unter Wasser ist schwer beschreiblich. Ein entsetzlicher Hitzeschwall warf mich zurück. Das Thermometer stand bei fast 45 Grad. Die Maschinisten waren kaum bekleidet und ihre hageren, mit Öl und Dreck verschmierten Gesichter sahen aus wie Totenschädel. Im September 1914 stellte die neue Unterwasserbedrohung ihr mörderisches Potenzial unter Beweis. Drei britische Kriegsschiffe, die Abukir, die Hogue und die Cressy, wurden an nur einem Tag von nur einem deutschen U-Boot versenkt. Ein britischer Fähnrich schrieb nach Hause, auf welch erstaunliche Weise er überlebt hatte. Liebe Oma, ich habe die unglaublichste Erfahrung hinter mir. Wir erwachten durch einen lauten Knall und die Abukir wankte, begann zu kentern. Wir rutschten ins Wasser und ich schwamm zur Hogue. Kaum war ich an Bord, wurde auch sie getroffen und sank in nur 3 Minuten. Ich schwamm zur Cressy, hatte gerade meine Schokolade ausgetrunken, als auch sie getroffen wurde. Ich sprang wieder von Bord und wurde nach 3 Stunden aus dem Wasser gezogen. 1400 andere Seemänner verloren ihr Leben. Ein U-Boot konnte sich seinem Ziel unbemerkt nähern. Doch diese Tatsache warf bei Handelsschiffen ein rechtliches und diplomatisches Problem auf. Nach internationalem Recht musste jedes angreifende Kriegsschiff ein Handelsschiff zuerst anhalten und seine Ladung daraufhin prüfen, ob sie der Unterstützung des Feindes diente. Nur in diesem Fall durfte die Mannschaft zum Verlassen des Schiffes aufgefordert und erst danach das Schiff versenkt werden. Den Frachter anzuhalten und zu prüfen, lief dem Vorteil des angreifenden U-Boots natürlich zuwider. Ein Brite nannte das U-Boot einst eine verdammt unbritische Waffe. Enttäuschte deutsche U-Boot-Kommandeure begannen die Regeln zu dehnen und versenkten Handelsschiffe mit der Behauptung, sie hätten Munition für den Feind transportiert oder dass gar die Briten für die Versenkung verantwortlich seien. Mit Propagandafilmen versuchten die Deutschen, die Weltöffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie sich an geltendes Recht hielten und sogar feindliche Besatzungen in Sicherheit brachten. Im Frühjahr 1915 ging diese Farce zu Ende. Der Kaiser und das Flottenkommando beschlossen, einen U-Boot-Krieg zu entfesseln. Der Krieg an der Westfront steckte im Grabenkrieg wortwörtlich fest. Auf dem Land kamen die Deutschen nicht weiter voran. Die einzige Lösung schien im Abtrennen Großbritanniens von dem so lebenswichtigen Handel zu liegen. Am 22. Februar erklärt Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Deutsche U-Boote würden Handelsschiffe kriegführender und neutraler Staaten innerhalb britischer Gewässer ohne Warnung angreifen. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg war eine Verzweiflungstat, ein letzter Ausweg. Die Deutschen bemerkten, dass sie den Krieg nicht mit großen Schlachtkreuzern gewinnen würden. Aber sie mussten etwas tun, damit die Soldaten an der Westfront nicht dachten, wir sterben hier und die Marine tut nichts. Die Besatzungen der U-Boote begrüßten die Entscheidung. Endlich kommt er, der uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Endlich fällt die Bürde von uns, die uns seit Kriegsbeginn belastete. In nur 3 Monaten versenkten deutsche U-Boote 115 Schiffe. Und dann ging ein U-Boot zu weit. Am 7. Mai 1915 stach die RMS Lusitania von New York aus nach Liverpool in See.
Alice Drury, Kindermädchen einer amerikanischen Familie, wickelte gerade ein Kind, als der erste deutsche Torpedo das Schiff traf. Ich nahm das Kind samt dem Tuch auf den Arm. Stuart war auch in der Kabine und weinte. Ich will nicht ertrinken, ich will nicht ertrinken. Ich sagte zu ihm, bleib bei mir, egal was passiert. Die Amme fragte mich, was soll ich tun? Und ich gab ihr das Baby. Weder sie noch Bunny sah ich jemals wieder. Über 1200 Menschen ertranken beim Angriff auf die Lusitania. Die Briten haben den Angriff sehr effektiv zu ihrem Vorteil benutzt. Die Propaganda war im Ersten Weltkrieg eine entscheidende Waffe und zielte auf die Meinung der Vereinigten Staaten. Die Lusitania war ein Glücksfall für die Briten und ein Riesenfehler von den Deutschen. Die Torpedierung und Versenkung der Lusitania bezeugt, dass es mit der Anerkennung weltweiter Ansichten nicht weit her ist. Vor allem in Deutschland nicht, wo die Blutlust die Vernunft vom Thron gestoßen hat. Die Wut richtete sich vor allem gegen den Kaiser selbst. Das war schlimm und hätte nie geschehen dürfen. Wäre er ein guter Mann gewesen, hätte er gedacht, das Schiff ist voller Zivilisten. Warum sollte ich es versenken? Soll es fahren, wohin es will? Ich hätte so gedacht. Er aber nicht. Er wollte das englische Volk schockieren, zeigen, dass er es ernst meint. Der Schrei der Entrüstung bewirkte, dass sich Deutschland wieder internationalem Recht unterwarf. Aber der Unwillen wuchs bald wieder an. Und der Oberbefehlshaber der deutschen Hochseeflotte verkündete im November 1915: Kein U-Boot darf ein Handelsschiff verschonen. Die Handelswelt soll gewarnt sein, dass die Besatzung ihrer Schiffe in Gefahr schwebt. Diese Warnung sollte Grund genug sein, dass der Handel mit England zum Erliegen kommt. Den Deutschen sollte der Ernst der Lage ausreichen, um sich von allen Skrupeln zu befreien. Im Februar 1916 kehrte der uneingeschränkte U-Boot-Krieg wieder zurück und mit ihm die öffentliche Empörung. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass U-Boote nicht gegen Handelsschiffe eingesetzt werden können, ohne dabei die heiligen Prinzipien der Gerechtigkeit und Humanität zu verletzen. Unser Handelsschiff war Ziel eines unsichtbaren Feindes geworden. War torpediert worden, bevor das Absenden eines Notsignals oder die Flucht möglich gewesen wäre. Passagiere, Urlauber, Fischer, Männer, Frauen und Kinder, alle waren sie dem unsichtbaren Feind auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Aus Angst vor dem Eintritt der USA in das Kriegsgeschehen riefen die Deutschen im Frühjahr 1916 zum zweiten Mal das Ende des uneingeschränkten U-Boot-Krieges aus. Bis dahin waren 212 Schiffe versenkt worden. Während die Nordsee und der Atlantik von der britischen Blockade und den deutschen U-Booten geprägt waren, verloren sich die Briten in einem ähnlich desaströsen Feldzug, 2400 Kilometer weiter im Osten. Bei Ausbruch des Krieges war Winston Churchill erster Lord der Admiralität und damit verantwortlich für die königliche Marine. Da der Grabenkrieg an der Westfront keine Erfolge brachte, hoffte Churchill, den Krieg mit der Marine zu entscheiden. Sein Plan bestand im Angriff eines deutschen Alliierten, der Türkei. Churchill wollte die Türkei bei den Dardanellen angreifen und so gleichzeitig einen Verbündeten der Deutschen ausschalten sowie eine Versorgungsroute nach Russland etablieren. Er wollte den Krieg entscheiden, indem er ihn an eine andere Front verlagerte. Im Februar 1915 begannen britische und französische Schiffe mit dem Beschuss der türkischen Stellungen. Aber auf die alten Schlachtschiffe wartete eine böse Überraschung.
Die Türken hatten genau dort ein Minenfeld installiert, wo die Alliierten manövrierten. Drei Schlachtschiffe sanken, hunderte Menschen verloren ihr Leben und ganz Großbritannien sein Ansehen. Die alliierten Matrosen waren eine leichte Beute. Wir sind dem Tod heute gerade noch von der Schippe gesprungen. Die Mehrheit führte das nicht auf Gottes Gnade, sondern auf drei Fledermäuse an Bord zurück. Minenräumboote versuchten, das Meer zu bereinigen. Mit geringem Erfolg. Doch manch eine Stellung der Türken wurde dennoch ausgeschaltet. Am 25. April landeten britische, französische und australisch-neuseeländische, sogenannte Anzac-Truppen, auf der Gallipoli-Halbinsel an. Angst und Unsicherheit befielen mich, als ich erkannte, dass ein Großteil der Soldaten auf diesen Schiffen in den sicheren Tod ging. Vor meinem geistigen Auge sah ich sie zu Hunderten sterben, noch bevor sie die Küste erreichten. Niedergemäht werden, bevor sie die türkischen Stellungen erreichten. Die Türken waren hervorragende Verteidiger. Und sowohl ihre als auch die deutschen Generäle waren brillante Strategen. Obwohl die Alliierten in großer Zahl angriffen, hatten sie kaum eine Chance. Die 8 Monate andauernde Bodenoffensive entwickelte sich zu einem Desaster mit schrecklichen Verlusten. 250.000 Alliierte wurden verwundet. 110.000 von ihnen starben. Im Januar 1916 wurden die Truppen endlich abgezogen und Churchill musste seinen Platz in der Admiralität räumen. Nach dem Fehlschlag bei Gallipoli führten die Alliierten nie wieder eine Großoffensive im Ausland durch. Sie beschränkten ihre zentralen Aktivitäten fortan auf das europäische Festland. Anders als auf dem Land schien der Krieg auf See ganz ruhig zu sein. Patrouillen und Blockaden standen an der Tagesordnung. Neben den Besonderheiten des Lebens an Bord eines Schiffes. Es gab nicht genug Wasser, damit alle hätten baden können. Also wusch sich jeder, indem er Wasser aus einer Tasse über sich schüttete. Die Offiziere hatten natürlich ein Bad. Aber der Fähnrich achtete darauf, dass die jungen Offiziere nicht zu viel Zeit darin vertrödelten. Die Monotonie des Tagesablaufs blieb immer gleich. Wache schieben, schlafen, wieder Wache schieben. Und natürlich das traditionelle Trostpflaster. Unser Trompeter spielte ein ermunterndes Lied und dann bekamen alle ihr Gläschen Rum. Der Rum ging uns im ganzen Ersten Weltkrieg nicht aus. Danach wurde gegessen und abgewaschen. Aber es war ein schmutziges Geschäft damals. Auf jedem Schiff im Ersten Weltkrieg, selbst auf den ganz großen Schlachtkreuzern, gab es Kakerlaken. Man gewöhnte sich irgendwann an sie. Ich dachte immer, dem Ungeziefer geht's besser als uns. ...1916 wurde diese tägliche Routine kurz, aber heftig unterbrochen. Im Rahmen des erneuten uneingeschränkten U-Boot-Krieges stellten die Deutschen ihre Taktik um und beriefen einen neuen, angriffslustigen Admiral der kaiserlichen Marine, Reinhard von Scheer. Zeitgleich trat der Krieg an der Westfront in seine blutigste Phase ein. Seit Februar war es bei der Schlacht um Verdun sowohl auf französischer als auch auf deutscher Seite zu Verlusten von je 350.000 Soldaten gekommen. Die deutsche Seekriegsleitung konnte nicht einfach zusehen, wie die Soldaten in den Gräben starben. Sie musste handeln. Admiral von Scheer plante, mit einem Überfall aus dem Hinterhalt einen Großteil der britischen Kriegsflotte zu zerstören.
Mit Hilfe von gefilmten Flottenmanövern lassen sich die Geschehnisse rekonstruieren. Von Scheers Plan war es, deutsche Panzerkreuzer von Kiel und Wilhelmshaven aus nach Norwegen zu schicken. Dadurch erhoffte er sich, die britischen Kreuzer von Admiral Sir David Beatty aus ihrem Hafen bei Rosyth locken zu können. Von Scheer würde der britischen Flotte dann mit schweren Schlachtkreuzern in den Rücken fallen, noch bevor die britische Großflotte unter der Führung von Sir John Jellicoe aus Scapa Flow gekommen war. Aber Jellicoe folgerte aus einem abgefangenen Funkspruch, dass die Deutschen etwas planten, und schickte seine Großflotte in den Einsatz, um den Deutschen zuvorzukommen. Endlich kam es zu dem Einsatz, auf den seine Matrosen seit 2 Jahren gewartet hatten. Die Nachricht der Admiralität war eindeutig. Maschinen anwerfen und Zeichen geben, wenn bereit zum Auslaufen. Jeder ahnte, dass der Tag endlich gekommen war. Es lag eine Spannung in der Luft, während alle erwartungsvoll ihrer Tätigkeit nachgingen. In derselben Nacht stach auch Beattys Flotte von Rosyth aus in See. Stell dir vor, Darling, eine schöne, wenn auch bedeckte Nacht und 12 Kreuzer, die aus dem Hafen auslaufen. Kein Licht und kein Laut, bis auf die Geräusche der See. Die deutschen Erkundungs-U-Boote bemerkten nicht, dass die gesamte britische Flotte nun in See stach. Von Scheer ging vor wie geplant und schickte die kaiserliche Marine am 31. Mai 1916 auf See. Die aufgehende Sonne überzog das ganze Meer mit ihren goldenen Strahlen. Das Bild unserer vereinten Hochseeflotte auf dem Weg zum Feind war wunderbar. Die beiden Flotten steuerten in der Nordsee aufeinander zu. Am Mittag erspähte einer von Beattys Kapitänen die Deutschen. Dringen, 2 Kreuzer, wahrscheinlich feindlich aus Süd-Südost. Die Deutschen entdeckten nun auch die Briten. Plötzlich sah ich die großen Schiffe, schwarze Bestien, je 6 glänzende Giganten in 2 Reihen. Bei einer Geschwindigkeit von 40 Knoten machten sich beide Flotten bereit zum Gefecht. Die ganze See war voller Dampf und Ruß, ein wahrer Glutofen. Aber immerhin konnten wir es den Deutschen nach 2 Jahren des Wartens endlich zeigen. Die Skagerrak-Schlacht stand kurz bevor. Die erste Phase war ein Desaster für die Briten. Beatty hatte Pech. Seine Schiffe schossen nicht genau. Die Licht- und Wetterverhältnisse waren schlecht und sie waren aus der Übung. Die Deutschen gewannen schnell die Oberhand und versenkten die Queen Mary und die in die fertige Bill mit Mann und Maus. Die gewaltige Explosion muss den Bug zu Atomen zermahlen haben. Dann eine weitere Explosion. Als ich wieder an die Oberfläche kam, sah ich nur noch Wrackteile und Öl auf dem Wasser treiben. Ich stand neben Sir David Beatty, als wir dem widerwärtigen Spektakel zusahen. Dann sagte er zu mir, irgendetwas stimmt heute mit unseren Schiffen nicht. Das Problem lag nicht bei den Schiffen, sondern in der Art ihres Einsatzes. Die Geschwindigkeit war ein Problem. Außerdem wurden viele Sicherheitsvorkehrungen verletzt. Wurde ein Geschützturm getroffen, konnte die Explosion bis ins Magazin gelangen, wo 120 Tonnen Munition lagerten. Die Konsequenzen waren verheerend. Und genau das ist der Queen Mary und der Indefatigable zugestoßen. Schwer getroffen flüchtete Beattys Flotte sich gen Norden, um zu jener von Jellicoe aufzuschließen. Aber von Scheer verfolgte sie. Und binnen Stunden standen sich die deutsche und die gesamte britische Flotte gegenüber. Das war ein bedeutender Moment in jedermanns Leben. Ich dachte mir, wir hatten schon viel verloren und wir würden noch mehr verlieren.
Aber Hauptsache, die beiden Flotten werden vereinigt. Jetzt begann die eigentliche Skagerrak-Schlacht. Und nun bewiesen die Briten ihre Überlegenheit. Die Deutschen verloren eine Dreadnought, 4 leichte und 5 schwere Kreuzer. Aber auch die Briten hatten einen weiteren Schlachtkreuzer verloren, die Invincible. Von ihren 1000 Mann überlebten 6. Die Mannschaft der Indomitable musste ihren Untergang mit ansehen. Uns jüngere Offiziere ergriff ein schmerzliches Gefühl. Noch gestern hatten wir mit den Unteroffizieren der Indomitable bei uns an Bord gefeiert. Nun ruhten sie alle in der Tiefe. In der Dämmerung wurde ein präziser Treffer immer schwieriger. Dennoch hielten beide Flotten den Beschuss aufrecht. Die Lichtverhältnisse waren vielleicht noch furchterregender als die Ereignisse des Tages. Dann und wann hörte man eine gewaltige Explosion und 30 Meter hohe Flammen schossen in den Himmel. Das zog sich fort bis zum frühen Morgen. Im Schutz der Dunkelheit trat die kaiserliche Marine den Rückzug an und entkam unbemerkt. Am Morgen des 1. Juni erreichten die Deutschen die Häfen von Kiel und Wilhelmshaven. Zurück im Hafen bekamen wir heißen Kaffee und Essen, aber wie viele meiner Kameraden lehnte ich ab. Wir lagen auf dem Deck unseres Schiffes und schliefen einfach ein. Seit 48 Stunden hatten wir nicht geschlafen. Die Schlacht vor Jütland gehört zu den kontroversesten Seeschlachten überhaupt. Jeder hielt sich für den Sieger. Der Kaiser ließ verlauten: Trafalgar ist vorbei. Wir haben die Briten besiegt. Von Scheer hingegen wusste, dass sie von Glück reden konnten, ohne herbe Verluste entkommen zu sein. Wie die Deutschen, so präsentierten auch die Briten die Skagerrak-Schlacht als durchschlagenden Erfolg. Doch Jellicoe wusste, dass die britischen Verluste an Mensch und Material ungleich höher als die der Deutschen waren. Dennoch herrschte er über die Nordsee. Und die Deutschen standen wieder am Anfang. Das Patt an der Westfront war immer noch nicht überwunden. Und die Briten hatten im Rahmen der Offensive an der Somme bereits 600.000 Opfer zu beklagen. Den Deutschen war es nicht viel besser ergangen. Da ihre Überwasserflotte in den Häfen eingeschlossen war, sah die deutsche Seekriegsleitung den einzigen Ausweg in der Rückkehr zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Im Februar 1917 traf man die verhängnisvolle Entscheidung. Die Wirkung in den Vereinigten Staaten war dramatisch. Wenige Monate zuvor war Präsident Woodrow Wilson wiedergewählt worden, der nun erklärte, man könne sich nicht länger aus dem Geschehen jenseits des Atlantiks heraushalten. Bei dieser Wahl geht es um viel mehr als nur um Innenpolitik, ebenso wie die Geschehnisse in der Welt von größerer Bedeutung sind, als viele annehmen. Die Demokratie steht auf dem Spiel, nicht nur hierzulande, sondern auf der ganzen Welt. Nach der Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges drohte Wilson, ermutigt durch seine erneute Kandidatur, den Deutschen ein letztes Mal. Die Antwort der Deutschen war die Erhöhung ihrer U-Boot-Produktion. Inzwischen waren 110 im Einsatz. Sollen wir nicht gänzlich ausgeblutet werden? Müssen wir vollen Gebrauch von unseren U-Booten machen, um Englands Lebensnerv zu vernichten.
Allein im Februar und März 1917 gelang deutschen U-Booten die Versenkung von nicht weniger als 500 Schiffen. Die Anzahl neutraler Handelsschiffe, die britische oder alliierte Häfen anliefen, verringerte sich um 3/4. Unter einigen U-Boot-Kapitänen entbrannte ein atemberaubender Wettkampf um die Anzahl der Versenkungen. In ihren Heimathäfen wurden sie als Nationalhelden gefeiert, nicht weniger stürmisch als die Fliegerasse. Die Deutschen setzten alle gängigen Propagandatricks ein. Man ließ die U-Boote Flagge hissen, schrieb die Anzahl der Abschüsse auf das U-Boot und machte die Kapitäne in der Wochenschau zu Filmhelden. Konnte dieses kleine, graue Gefährt, das da zwischen den Wellen abtaucht, all diese Dinge erreicht haben? Ist es vorstellbar, dass das U-Boot allein die Mission einer solch großartigen Flotte des Feindes unterbinden kann? Wie ich die Männer in ihren Mannschaften beneide. Der Erfolg der deutschen U-Boote führte zu einer Rationierung des Essens in England. Sogar die Truppen an der Westfront mussten ihren Gürtel noch enger schnallen. 1917 war ein Tiefpunkt für die Alliierten. Aber Amerika war dem Kriegseintritt näher denn je. Der gegenwärtige deutsche U-Boot-Krieg ist ein Krieg gegen die ganze Menschheit. Ein Krieg gegen alle Nationen. Die Demokratie in der Welt muss geschützt werden. Am 6. April erklärten die Vereinigten Staaten Deutschland den Krieg. Die Briten empfingen ihren neuen Alliierten mit offenen Armen. Es gab kein Gefühl der Fremdheit oder des Neids. Kein Unbehagen bei der Ausführung von Befehlen eines fremden Admirals. Sie waren aufrichtig in ihrem Bestreben, das Äußerste für die gemeinsame Sache zu geben. Sie waren für die Alliierten von unschätzbarem Wert. Doch selbst mit den Amerikanern an Bord mussten die Alliierten erst noch einen Weg zur Bekämpfung der U-Boote finden. Eine Taktik, den Angriffen der Deutschen zu entgehen, war die Eskortierung der Handelsschiffe durch Schlachtschiffe. Aber das war eine reine Verteidigungsmaßnahme. Um die U-Boote auszuschalten, musste man sie erst einmal finden. Mit Luftschiffen begann man daher, die U-Boote aufzuspüren, die immer noch die meiste Zeit an der Wasseroberfläche verbrachten. Ein Luftschiff hatte eine Reichweite von 2500 Kilometern und konnte beinahe 50 Stunden in der Luft bleiben. Flugboote und Wasserflugzeuge konnten mit Torpedos, Bomben und Maschinengewehren bestückt werden. All diese Waffen dienten dem Angriff eines U-Boots an der Wasseroberfläche. Wir wurden von einem Flugzeug angegriffen. Es war wie aus dem Nichts, aus dem hellen Sonnenlicht erschienen und begrüßte uns mit etlichen Bomben. Es hätte uns leicht das Leben kosten können. Um die U-Boote auch unter Wasser orten zu können, setzten die Alliierten eine neue Erfindung ein. Das Hydrophon. Mit einem Unterwassermikrofon konnten die Geräusche der U-Boot-Motoren aufgespürt und seine Tiefenlage lokalisiert werden. Das Hydrophon brachte eine neue Waffe auf den Plan, die Wasserbombe. Von einem Schiff abgeworfen, explodiert eine Mine in einer vorherbestimmten Tiefe. Wasserbomben explodieren mit einem furchtbaren Geräusch. Unsere Hoffnung auf ein Überleben sank beträchtlich. Wir arbeiteten einfach weiter, um unseren Geist von der Verdammnis, die in der Tiefe lauerte, abzulenken.
Eine weitere britische Idee war die Dover-Barriere. Eine Sperre aus Netzen und Minen sollte den Kanal durchfahrende U-Boote aufhalten. Minenfelder wurden in der ganzen Nordsee installiert. Allein 1918 platzierten die Alliierten 70.000 Minen, um deutsche U-Boote am Vordringen in den Atlantik zu hindern. Es ist ein grässliches Gefühl, wenn das Schiff gegen die Verankerung einer Mine schrammt und der Tod gegen den Rumpf donnert. Die Minenräumarbeit war eine schlimme und gefährliche Aufgabe. Gelegentlich lud ein U-Boot direkt vor einem britischen Hafen eine Mine ab. Nach ihrer Entdeckung musste jede einzeln entschärft werden. Auf offener See wurden umgebaute Fischkutter als Minenräumboote eingesetzt. Fragen Sie irgendjemanden, der zwischen 1914 und 18 auf See gedient hat, nach der tödlichsten und schlimmsten Aufgabe, die es je auf See gegeben hat. 9 von 10 werden die Arbeit auf einem Minenräumboot angeben. Mit Kabeln wurden die Minen von ihrer Verankerung getrennt. Mit Gewehrfeuer löste man dann die Detonation aus. Eine raffinierte Erfindung war die U-Boot-Falle, die sogenannten Q-Ships. Kein Lebenszeichen konnte man an Bord ausmachen, als wir auftauchten. Doch plötzlich kam Leben in das Schiff. Versteckte Bullaugen wurden geöffnet, die Achternkanone bemannt, weitere enttarnt und schon waren wir unter Beschuss. Außerdem versuchten die Briten, die deutschen U-Boot-Häfen an der belgischen Küste zu zerstören. Seltsam aussehende Schiffe, nur mit Plattformen für 400mm Geschosse versehen, attackierten die deutschen Stellungen an der Hafenöffnung. Im April 1918 griffen die Alliierten den deutschen U-Boot-Hafen bei Seebrügge an. Man opferte 3 alte Schiffe und versenkte sie vor der Hafeneinfahrt, um U-Booten das Ein- und Auslaufen unmöglich zu machen. Während des Gefechts wurde ein britischer Kreuzer, die Vindictive, schwer beschädigt und erreichte nur mit Glück den Heimathafen. Im Frühjahr 1918 hatte man die U-Boot-Bedrohung dank vereinter Bemühungen endlich unter Kontrolle. Jetzt konnten amerikanische Truppen sicher über den Atlantik nach Europa gebracht werden. Ihre zahlenmäßige Überlegenheit war kaum zu beschreiben. Aber die Briten hatten auch den Krieg gegen die Blockade gewonnen. Teilweise auch durch ihre Einwilligung zur Lebensmittelrationierung. Fleisch, Butter und Margarine waren Luxusgüter, Kartoffeln die Grundnahrung. Lebensmittelrationierungen waren in Deutschland nie durchgängig eingesetzt worden. Jetzt, gegen Kriegsende, gingen dort nun die Vorräte zur Neige. Ein totaler Krieg hängt allein vom effektiven Einsatz der nationalen Ressourcen ab. Im Ersten Weltkrieg waren die Deutschen im Umgang damit sehr ineffektiv. Alle Bauern wurden nach und nach ins Heer eingezogen. Die Landwirtschaft brach irgendwann zusammen. Weibliche oder sonstige Arbeitskräfte wurden nicht in ausreichendem Maße eingesetzt. Nahrung musste daher importiert werden. Das war aber durch die Blockade der Engländer nicht mehr möglich. Die Deutschen mussten mit ansehen, wie sich ihre einst an tierischen Fetten reiche Nahrung langsam auf Steckrüben konzentrierte. Der Seekrieg hatte mit dem Wettrennen um die Dreadnoughts begonnen. Zum Kriegsende symbolisierte die gemeinsame Flotte aus britischen und amerikanischen Schiffen den Sieg der Alliierten.
Aber der Seekrieg war auf andere Weise gewonnen worden. Alle Großkampfschiffe waren letztlich Abkömmlinge der Schlacht von Trafalgar und der Idee, den Feind mit Kolossen aus Metall weit entfernt von der Heimat zu besiegen. Der Erste Weltkrieg hatte gezeigt, dass die Vorstellung, den Krieg durch eine Auseinandersetzung der Flotten in einer entscheidenden Schlacht gewinnen zu können, falsch war. Der Gegner war durch eine Meisterleistung an Logistik, Überlebenskampf und dem Schutz des Handels bezwungen worden. Der Krieg hatte noch eine letzte Spitze für die Dreadnoughts parat. Am 10. Juni 1918 lief das österreichische Vorzeigeschiff, die St. Istvan, in die Adria ein. Kurz darauf wurde sie von zwei italienischen Motorbooten torpediert. 3,5 Stunden später war sie gesunken. Erstaunlicherweise waren nur 89 Männer ums Leben gekommen. Aber der Untergang der Großkampfschiffe war für jedermann offensichtlich. Über 4 Jahre wütete der Erste Weltkrieg in den Schützengräben an der Westfront. Im Osten hingegen wurde ein gänzlich anderer Krieg ausgefochten. Ein Krieg voller Bewegung, dramatischer Siege und Verluste. Gigantische Armeen auf dem Marsch. Durch Gebiete, die nach allem verlangten, vom Kamel bis zum Ski. In diesem Krieg wurde eines der alten Großreiche zerrieben, Österreich-Ungarn. Ein weiteres, Russland, ging in der Revolution unter, die die königliche Familie das Leben kostete. Der Krieg an der Ostfront sollte die politische Landkarte Europas für immer verändern. Jetzt kann man ihn erleben, wie er wirklich geschah. In Farbe. Im August 1914 schritten zwei Herrscher in Glanz und Gloria wie zwei Pfauen auf die Bühne Mitteleuropas. Der eine war der deutsche Kaiser Wilhelm II., dessen ehrgeizige Ziele mit denen der politisch einflussreichen Schicht in Deutschland übereinstimmten. Der Kaiser hatte einen hysterischen Charakter. Im Grunde lebten er und das ganze Land 1914 in einer Fantasiewelt. Der andere Herrscher war Wilhelms Verbündeter. Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn regierte über ein Land, das zutiefst reaktionär und autokratisch war und über einen von Intrigen und Teilungen gezeichneten Hofstaat. Die Herrscher dieser beiden sogenannten Mittelmächte standen an der Ostfront einem dritten Herrscher gegenüber, Zar Nikolaus II. Von Russland. Der Zar war sich seiner persönlichen Grenzen sehr wohl bewusst und die waren nicht unerheblich. Trotzdem war er nicht hysterisch wie der Kaiser, sondern gefiel sich in der Rolle des Gutsherrn. Ein Kriegstreiber war er sicher nicht. Was diese drei Herrscher von Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland in den Krieg getrieben hatte, war die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich durch einen mutmaßlichen serbischen Nationalisten. Als der Krieg im August 1914 ausbrach, überschlugen sich die Ereignisse an der Ostfront. Österreich fiel in Serbien ein, Russland wiederum in Deutschland und Österreich.
Die Österreicher ergriffen die Flucht vor den Russen und verloren dabei für die Verteidigung zentrale Städte. Die österreichischen Soldaten waren demoralisiert. Der Marsch nahm kein Ende und wir hatten nur noch die Kraft zum Fluchen. Manche verwünschten die Kühe, deren Kälber die Haut gegeben hatten, aus der das Leder für die Schuhe gemacht worden war. Andere schworen, dass keine 10 Pferde sie von zu Hause wegbewegt hätten, hätten sie von dem gewusst, was hier auf sie wartete. Während die russische Armee die Österreicher vernichtend schlug, scheiterte sie an den Deutschen. Im späten August wurden in der Schlacht bei Tannenberg 50.000 russische Soldaten getötet oder verwundet. 100.000 weitere gerieten in Kriegsgefangenschaft. Ein britischer Beobachter schrieb: Der Anblick von tausenden Russen, die in zwei große Seen und ein Sumpfgebiet getrieben wurden, war scheußlich. Die Schreie der sterbenden Männer und Pferde werden nie vergessen werden. Der deutsche Sieg bei Tannenberg begründete den Ruf seiner beiden Strategen. Die beiden Generäle Paul von Hindenburg und Erich von Ludendorff wurden fortan als Retter der Nation verehrt. An jedem Kriegstag ließ Hindenburg an seinem Porträt malen. Er war ein würdevoller Mann vom alten Schlag und stand für die deutschen Tugenden, die er ohne Zweifel besaß. Ludendorff war ganz sicher ein großer Stratege, aber leider litt er unter Größenwahn. Die ersten Schlachten an der Ostfront vermitteln Ludendorff und Hindenburg den Eindruck, die russische Armee wäre eine leichte Beute. Ludendorff träumte schon von einem deutschen Großreich im Osten. Aber britische Kriegsbeobachter bemerkten die Stärke des russischen Kampfgeistes. Einzeln betrachtet ist der russische Soldat der Beste in der Welt. Er erduldet Kälte und Hunger. Er trägt Widrigkeiten ohne ein Wort der Beschwerde. Doch mit den parallelen Angriffen auf Deutschland und Österreich verlangte der Zar seinen Soldaten viel ab. Der Kampf an zwei Großfronten zugleich stellte die russische Armee auf eine extreme Belastungsprobe. Nicht zuletzt wegen der logistischen Probleme, Versorgungsgüter an die Front zu schaffen. Im späten September 1914 fallen deutsche Truppen in Polen ein, das zum Russischen Reich gehört. Sie hoffen, die russische Armee einfach zu überlaufen. Die Verlockung, Polen anzugreifen, war groß. Polen ragte ja weit ins deutsche Gebiet hinein. Und man hätte Russland dann vom Norden und Süden aus angreifen können. Genau das war die Strategie der Deutschen in den letzten Kriegswochen von 1914. Doch die deutsche Armee war durch die Kämpfe an der Westfront geschwächt worden. Und Russland verstärkte die Verteidigung von Polens Hauptstadt Warschau. Hindenburg und Ludendorff schickten ihre Truppen an die Weichsel, die sie auf dem Weg nach Warschau überschreiten mussten. Unsere Truppen waren bei dem Vormarsch einer enormen Beanspruchung ausgesetzt. Die Straßen waren schlimm, ebenso das Wetter. Trotzdem mussten sie Märsche von 30 Kilometern und mehr jeden Tag zurücklegen, um den Feind rechtzeitig zu erreichen. Am 9. Oktober überschreiten die Deutschen die Weichsel und marschieren auf Warschau zu. Eine russische Krankenschwester, Sophie Bucharski, erinnert sich an die Schlacht. 2 Wochen lang versuchten die Deutschen, Warschau einzunehmen, den Schlüssel zu Polen. Erbarmungslos griffen sie immer wieder an. Tausende russische Soldaten mussten wir behandeln. Manche hatten trotz aller Erschöpfung leuchtende Augen, denn wir alle hielten wacker Stand. Zur Überraschung der Deutschen konnten die Russen Warschau verteidigen.
Als die deutsche Armee sich zurückzog, gingen die Russen, immer noch euphorisiert, zum Angriff über. Deutschland schickte frische Truppen nach Polen, um den russischen Vorstoß abzufangen. All diese Entwicklungen liefen im November zur letzten großen Konfrontation an der Ostfront im Jahre 1914 hinaus, der Schlacht um Lodz. Die Russen sollten die großen Verlierer sein. 150.000 Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Aber auch die Deutschen hatten Verluste über 130.000 Mann zu beklagen. Die deutschen Befehlshaber verstanden jetzt, dass die Russen ohne Skrupel unzählige Mengen an Soldaten in die Schlacht schickten. Aber wie lange würden sie das aufrechterhalten können? Es bestand kein Zweifel, dass die Russen trotz schrecklicher Verluste ihre Offensive bald wieder aufnehmen würden. Sie hatten viele Männer, aber setzten sie rücksichtslos ein. Solch eine Taktik konnte selbst gegen unsere dünnen Linien nicht aufgehen. Ende 1914 waren unfassbare 1,8 Millionen Russen getötet worden, verwundet oder in Kriegsgefangenschaft geraten. Aufgrund des Stillstands im Westen versuchte die oberste Heeresleitung der Deutschen Anfang 1915, den Krieg an der Ostfront schnell für sich zu entscheiden. Österreich sollte Deutschland durch einen Angriff auf die Russen in den Karpaten unterstützen. Es war die reinste Schinderei und die österreichischen Soldaten steckten bald im tiefen Schnee fest. Die Bodenbedingungen und die Strenge des Winters in den Karpaten verlangten unserer Armee das Äußerste ab. Wer nicht dabei war, hat keine Vorstellung davon, was ein Mensch auszuhalten imstande ist. Nach 2 Wochen hatten die Russen die Großoffensive zum Erliegen gebracht. Der russische General Alexei Brusilow, dem später im Krieg noch eine Schlüsselrolle zukommen sollte, wusste, dass seine Truppen trotz dieses Erfolgs einen hohen Blutzoll bezahlt hatten. Der Ersatz für die Gefallenen wusste meist nicht viel mehr, als wie man marschierte. Viele konnten nicht einmal ihre Waffe laden, ganz zu schweigen von ihrer Treffsicherheit. Man durfte sie kaum Soldaten nennen. Wieder und wieder fragte ich meine Männer in den Schützengräben, warum wir in den Krieg zogen. Die unvermeidliche Antwort war, weil man einen Herzog und seine Frau ermordet hatte und deswegen die Österreicher die Serben gedemütigt hatten. Niemand konnte sagen, wieso uns deshalb die Deutschen den Krieg erklärt hatten. Immer mehr russische Offiziere begannen, kritische Fragen zu stellen. Einer von ihnen war Dmitri Oskin. Er prangerte einen gefräßigen Offizierstypus an, der im Zelt sitzt und Eiscreme isst, während seine Soldaten draußen kämpfen. Die Autoritäten wurden in Frage gestellt. Was haben wir mit diesem Krieg zu schaffen? Allein in meinem Zug haben schon einige hundert Männer gewechselt. Die Hälfte von ihnen ist auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben. Was bekommen die am Ende des Krieges? Die verzweifelten Russen benötigten Hilfe. Stattdessen kam eine weitere Bedrohung auf sie zu. Im Oktober 1914 trat die Türkei in den Krieg ein, auf Seiten Deutschlands. Kriegsminister Enver Pascha glaubte an einen schnellen Sieg. Enver Pascha war oft in Deutschland gewesen, sprach exzellent Deutsch und war überzeugt, dass die Deutschen gar nicht verlieren konnten. Er sah gute Chancen für eine Machterweiterung auf dem Balkan oder gegenüber den Russen.
Enver Pascha schickte seine Truppen nach Norden, um in das russische Armenien einzufallen. Im grimmigen Winter konterten die Russen mit einem Gegenangriff. Von den 95.000 Türken überlebten lediglich 18.000 die Schlacht. Allein 30.000 erfroren in der Kälte. The Turks stagger back. Bei ihrem Rückzug richteten die wütenden und frustrierten Türken das an, was als der Völkermord an den Armeniern bezeichnet wird. Allerdings war der Völkermord an einer halben Million Armeniern keine spontane Reaktion, sondern vorsätzlich geplant. Nach der Invasion der Türken baten die Russen ihre Alliierten England und Frankreich um Hilfe gegen die Bedrohung aus der Türkei. Zur gleichen Zeit plante Admiral Winston Churchill die alliierte Expedition zu den Dardanellen. Seine Hoffnung war es, den Krieg zu entscheiden, indem er Deutschland und seine Alliierten an ihrer schwächsten Stelle angriff. Nach einer verlustreichen Seeschlacht landeten am 25. April 1915 alliierte Truppen zusammen mit australischen und neuseeländischen Soldaten am Strand von Gallipoli an. Schnell wurde der Feldzug auf dem Land zu einem Blutbad. Alle hofften, dass eine weitere Division den Erfolg bringen würde. Doch jede weitere Division wurde auch aufgehalten. Denn auch die Türken verstärkten sich mit immer weiteren Divisionen. In den Gräben ist es völlig anders als erwartet. Streckt man den Kopf heraus, um sich umzusehen, erwartet einen der sichere Tod. Selbst die Periskope werden sofort abgeschossen. Greifen die Türken an, schreien sie Allah, Allah. Und wir antworten, kommt her, ihr Schweine, wir geben euch Allah. So oft fällt das Wort, dass manch ein Türke glaubt, Schwein sei einer unserer Götter. Zwischen den Gräben liegen die unzähligen toten und verwesenden Körper unserer Männer und denen der Türken im Heidegras. Der Gestank ist furchtbar. Die große bronzene Sonne scheint erbarmungslos auf uns herab. Schnell lernten wir, was es bedeutet, wirklich durstig zu sein. Die Lippen platzen auf und im Kopf wird einem schwindelig. Die Infanteristen betteln um einen Tropfen Wasser, aber unsere Flaschen sind leer. Die ganze Nacht kamen Verwundete ins Lager gewankt und erzählten, wie viele von uns noch auf dem Schlachtfeld liegen. Die ganze Offensive war ein entsetzlicher Fehler. Der Feldzug war eine romantische Idee. Ein Gemälde auf die Gegend und die Aussicht bezogen. Aber für die Soldaten, für Alliierte und Türken, bedeutete er unfassbares Leiden. Dysenterie, die Dickdarmentzündung, war die größte Todesursache unter allen. Die Leute starben in den Latrinen und nichts wurde erreicht. Der Feldzug war der totale Reinfall. Endlich, im Januar 1916, zogen sich die Alliierten zurück. Sie hatten eine Viertelmillion Opfer zu beklagen. Die Türken hatten bei Gallipoli einen glorreichen Sieg errungen. Ihre Niederlage im Norden des Landes würde das schon bald überschatten. Im Frühjahr 1916 zogen russische Truppen über den Kaukasus und griffen türkische Stellungen in Armenien an. Wichtige Festungen waren bald erobert und die Türkei stellte für Russland keine Bedrohung mehr dar. Daneben gab es für die Alliierten noch eine weitere günstige Entwicklung. Im Mai 1915 schloss sich Italien den Alliierten an. Die Italiener erhofften sich einen Territorialgewinn von Österreich-Ungarn, genauer die Gebirgsregion Tirol. Italienische Truppen marschierten nach Norden und Österreich musste Truppen aus dem Kampf gegen Russland zur inneren Sicherung abziehen. Die Folge war der erste Krieg auf Skiern.
Die Kämpfe an der italienischen Front waren hart, weil die Österreicher überall in den Bergen Stellungen besaßen. Zu den Gräueln der Kriegsführung an der Westfront mit all der schweren Artillerie kam noch das Problem von Gebirgskämpfen hinzu. Die Kämpfe an der italienischen Front zählten zu den härtesten im ganzen Ersten Weltkrieg. Ein junger britischer Offizier, Hugh Dalton, kämpfte in der italienischen Armee. Gräben wurden ins feste Eis geschlagen. Dabei starben mehr Italiener durch Lawinen als durch die Gewehre der Österreicher. Kanonen müssen steile Klippen hochgeschafft und auf Vorsprüngen befestigt werden, die gerade groß genug für den Horst eines Adlers sind. Die Wachposten müssen wegen der Kälte alle 10 Minuten wechseln. Und ganze Bataillone fahren auf Skiern mit 50 Kilometern die Stunde die Abhänge hinunter. Wir hangelten uns von Fels zu Fels durch einen äußerst schmalen Pfad. Der Gipfel über uns reichte bis in den Himmel. Unter uns warteten die weitläufigen, fast senkrecht verlaufenden Weiden darauf, dass man sich herunterrollte. Alles gefror über Nacht, von den Stiefeln bis zur Tinte im Füller. Selbst das Leder fror am Gesicht fest, bevor man Zeit zum Rasieren hatte. Für die nächsten 2,5 Jahre kam es in den Bergen zum Stillstand. Im Sommer 1915 richtet sich der Blick von Deutschland und Österreich erneut auf die polnische Hauptstadt Warschau. 14 Divisionen, zusammen 250.000 Soldaten, ziehen gen Osten. Bis zum Sommer 1915 hatten die Russen durch die Kämpfe gegen die Österreicher in den Karpaten 100.000 Opfer zu beklagen. Jetzt im Juni und Juli stieg die Opferzahl im Rahmen der deutsch-österreichischen Offensive immer weiter. In Mai. Allein im Mai verloren die Russen 400.000 Soldaten. Bis zum Juni 1915 waren ihre totalen Kriegsverluste auf unfassbare 3,8 Millionen Soldaten gestiegen. Festungsstädte, die wieder und wieder umkämpft waren, lagen längst in Trümmern. Auch die Bewohner Warschaus rechneten mit diesem Schicksal. Warschau ist dem Untergang geweiht. Inzwischen ist auch die letzte Hoffnung verflogen. Bald werden die Deutschen ihren Sieg feiernd durch die Straßen ziehen. Bleibt nur die Frage, wie lange es noch dauert, bis sie kommen. Eher Stunden als Tage, denke ich. Am nächsten Tag, dem 5. August 1915, zogen die Deutschen durch Warschaus Straßen. Ein Jahr nach Kriegsbeginn musste es den deutschen Befehlshabern erscheinen, als sei der Krieg gewonnen und Russland fast besiegt. Sie sollten sich irren. Vor ihnen lagen noch 2 Jahre erbittertster Kämpfe an der Ostfront. Aber einen Moment lang konnten die deutschen Soldaten innehalten. Der Gegner Russland schien bezwungen und demoralisiert. Auch britischen Beobachtern schien es für die russische Armee ein einschneidendes Ereignis zu sein. Seit fast 3 Wochen sind wir ununterbrochen auf der Flucht. Jeden Tag dasselbe Elend. Müde Männer, die sich gen Osten schleppen, hungrige, obdachlose Bauern, die um Essen betteln, und Verwundete zu Tausenden. Wir waren alle bis zum Äußersten erschöpft und fragten uns, wann der große Zug nach Osten zum Stillstand kommen würde. Zar Nikolaus II. Ernannte sich infolge der Niederlage selbst zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen russischen Armee. Er berief General Brusilow als Befehlshaber an die Ostfront. Doch Brusilows Urteil über den Zar fiel vernichtend aus. Die Ignoranz, Unfähigkeit und Charakterschwäche des Zaren disqualifizieren ihn als guten Anführer. Die Männer haben völlig recht, wenn sie behaupten, sie würden für nichts geopfert werden. Es gibt keine Hoffnung auf den Sieg. Ein totaler Zusammenbruch der Moral ist nicht mehr fern. Und trotzdem erwiesen sich die russischen Soldaten als unverwüstlich.
Und im Frühjahr 1916 planten England und Frankreich bereits ihre Offensive an der Westfront. Die Russen spielten dabei eine lebenswichtige Rolle, indem sie die Reserven der Deutschen und Österreicher an der Ostfront schwächen sollten. General Brusilow führte die Sommeroffensive an. Aber er befand sich in einem Gewissenskonflikt. Schon 1914 hielt er fest, dass er für Russland, nicht für den Zaren kämpfte. Er spürte wohl schon, dass er sich zwischen beiden würde entscheiden müssen. Brusilow plante, die Mittelmächte entlang einer 300 Kilometer langen Front mit präzisem Artilleriebeschuss anzugreifen. Sein erstes Ziel waren die schwächeren Österreicher. Am 4. Juni 1916 griffen Brusilows Truppen an. Nach wenigen Tagen konnte er triumphieren. Bis zum Mittag des 6. Juni hatten wir 900 Offiziere und 40.000 einfache Soldaten gefangen genommen, sowie 77 Kanonen, 134 Maschinengewehre und 49 Granatwerfer erbeutet. Bis zum 9. Juni waren es 1.240 Offiziere, 71.000 Soldaten, 94 Kanonen und 167 Maschinengewehre. Die Österreicher verloren bei den russischen Angriffen die Nerven. Ich tat mein Bestes, die Kompanie zusammenzuhalten, aber es war hoffnungslos. Alle rannten Hals über Kopf davon. Die russische Artillerie schickte uns noch einen Gruß mit auf die Heimreise. Entlang der aufgeweichten Straßen und Felder sah man zahllose blauuniformierte österreichische Gefangene, in der Regel in Begleitung eines Russen in brauner Uniform. Als erbärmlich beschrieben sie selbst ihren Zustand vor der Gefangennahme. Alle hatten den Krieg satt. Brusilow hatte die Mittelmächte fast im Alleingang besiegt. Die Österreicher schienen unter den Hammerschlägen zu zerbrechen. Um die Mittelmächte stand es nicht gut. Zeitgleich fochten sie Schlachten an der Somme und in Italien. Um Haaresbreite kamen sie davon. Ludendorff sprach infolge der Brusilow-Offensive von der Krise im Osten. Denn aufgrund der Niederlage der Österreicher mussten die Deutschen nun wieder die Reihen auffrischen. Und trotzdem hatte Russland einen hohen Preis für den Sieg bezahlt. Unser Krankenhaus war wie alle Krankenhäuser in der Stadt überfüllt mit Verwundeten. Man sagte uns, dass man die Opferzahl auf 200.000 schätzte. Egal, wohin man sah oder horchte, überall nur gebrochene Männer. Bis zum Winter 1916 hatten die Deutschen ihre Reihen wieder aufgestockt und einen Großteil der Gebietsverluste aus der Brusilow-Offensive zurückerobert. Für die russischen Soldaten war das die größte Niederlage. Britische Kriegsbeobachter berichteten immer noch vom sagenhaften Durchhaltevermögen der Russen. Die Konstitution der Männer ist hervorragend. Sie marschieren und kämpfen bei Rationen, die kaum ein Europäer dulden würde. Während einige für den Sieg im Sommer mit einer Medaille ausgezeichnet wurden, verelendeten Hunderttausende von Russen in deutschen und österreichischen Kriegsgefangenenlagern. Diejenigen, die an der Front geblieben waren, berichteten von ihrem Rückzug anstatt vom längst vergangenen Sieg. Auch Brusilow war zutiefst enttäuscht. Nicht von seinen Männern, sondern von den Befehlshabern über ihm. Ich möchte sagen, dass meine Armeen 1916 ein wahres Wunder an Tapferkeit und echter Aufopferung für Russland bewirkt haben. Es hat ihnen nichts eingebracht. Dem Oberkommando fehlt es an Intelligenz und Entscheidungsfähigkeit. Einige Politiker begannen Brusilows Meinung zu teilen.
Das Oberkommando ignoriert die Verluste und kümmert sich nicht ausreichend um die Soldaten. Die Armee glaubt nicht mehr an die Führer. Die Verzweiflung der Soldaten schwappte auf andere Teile der Bevölkerung über. Von allen Seiten hört man Beschwerden, die Leute sind des Krieges überdrüssig, halten ihn für eine endlose Kette von Fehlern. Die Nahrung wird immer knapper. Die Schlangen vor dem Bäcker reichen die ganze Straße hinunter. Die Händler und Lebensmittelverkäufer machen auf Kosten der Menschen einen unglaublichen Profit. Man munkelt, dass die Kaiserin schon mit den Deutschen handelt. Selbst der Herrscher wird nicht mehr in der alten Ehrfurcht verehrt. Russland. Dem großen Russland, das einst die ganze Welt hätte ernähren können, gehen die Lebensmittel aus. Und nicht nur die. Es gibt einen Mangel an allem in Russland. An Nahrung, Kleidung, Stiefeln und Petroleum. Schon bald wird es eine Hungersnot geben. Ich rate jedem, 10 Pfund Brot zu kaufen und es zu verstecken. Am Stadtrand von Petrograd betteln gut gekleidete Männer auf den Straßen. Es ist bitterkalt und die Menschen haben nichts, das sie in ihren Öfen verbrennen könnten. Das Leben ist wirklich hart geworden. Die Unzufriedenheit brodelte in ganz Russland. Streiks standen auf der Tagesordnung und Menschen aller Schichten der Gesellschaft stellten den Krieg offen in Frage. Im Herbst 1916 hatten die enttäuschten Matrosen der russischen Flotte bereits 2-mal gemeutert. Im Baltischen und im Schwarzen Meer. Der Zar und seine Familie waren isoliert. Auf allen Ebenen der Gesellschaft sagt man, die Nation und seine Armee seien von Günstlingen der Kaiserin verkauft worden. Und dass die Kaiserin darauf aus sei, einen Herrscher zu ersetzen, dessen Schwäche, Geschwätzigkeit und Trunkenheit sprichwörtlich geworden waren. Das Gerede verbreitete sich schnell. Außerdem machte das Gerücht die Runde, die Kaiserin würde Staatsangelegenheiten in eigener Sache mit ihrem geheimen Geliebten Rasputin betreiben. Überall gedeiht die Verleumdung. Nichts war schlimm oder übel genug, um nicht angedeutet zu werden. Dunkle Mächte hinter dem Thron, der Einfluss der Deutschen, die Unterstellung eines verräterischen Friedens, die Macht Rasputins und entehrende Geschichten über die Kaiserin selbst. Ende 1916 versuchte man, das Image der Kaiserin aufzubessern und zeigte sie als Krankenschwester im Winterpalast arbeitend. Offenbar wusste niemand bei den Kaiserlichen, dass sämtliche Krankenschwesteruniformen in die Hände von Petrograds Huren gefallen waren. Die Bevölkerung verband also Huren mit dieser Kleidung und die Kaiserin erreichte mit der ganzen Aktion das absolute Gegenteil. Die Gerüchte über ihre Sexspiele mit Rasputin wurden sogar noch angefacht. Der Zar reagiert auf die Bedrohung einer Revolution mit weiterer Unterdrückung. Einige seiner Berater nahmen daraufhin geheime Verhandlungen mit Deutschland über ein Ende des Krieges auf, das die Bevölkerung wieder beruhigt hätte. Im Februar 1917 befahl der Zar die Erschießung eines Demonstranten in Petrograd. Einige, darunter Fedor Linde, widersetzten sich. Die Kosaken schossen auf die wehrlose und unbewaffnete Bevölkerung, schlugen auf sie ein und ritten sie einfach um. Ich sprang auf den Tisch und schrie: Freunde, lang lebe die Revolution! Als die Spannungen weiter wuchsen, legten die hohen Militärs dem Zaren den Rücktritt nahe. Eure kaiserliche Majestät, ich bin mir eurer Liebe für dieses Land vollauf bewusst. Um seiner Rettung willen und der eurer Dynastie solltet ihr der Niederlegung eurer Ämter zustimmen. Der Zar versuchte, mit dem Zug von der Front nach Petrograd zu reisen. Aber er wurde von Revolutionären umgeleitet. Jetzt wusste er, dass seine Zeit gekommen war.
Die Abdankung des Zars fand am 15. März statt. Ganz automatisch wurde die kaiserliche Armee zu einer der Republik. Niemand widerstrebte. Selbst die Soldaten nahmen die Änderung hin, als wäre sie ein Befehl. Eine provisorische Regierung wurde eingesetzt und Soldaten sowie Bürger feierten. Man hörte das Läuten der Glocke unserer Kathedrale, dann das einer weiteren, schließlich das einer dritten. Immer mehr Kirchen stimmten nach und nach in das Geläut mit ein. Die Straßen füllten sich mit Menschen. Die Türen vieler Häuser standen offen und wildfremde Menschen fielen sich in die Arme. Alexander Kerensky, der spätere Vorsitzende der Regierung, übernahm jetzt auch das Amt des Kriegsministers. General Brusilow setzte er als Oberbefehlshaber der russischen Armee ein. Beide hofften, mit einer neuen Militäroffensive gegen die geschwächten Österreicher die nationale Zuversicht wiederherstellen zu können. Am 1. Juli 1917 begann der Angriff. Aber schnell wurde klar, dass die Soldaten nicht mehr kämpfen wollten. Nach nur einer Woche erkannten die Generäle, dass eine Fahnenflucht unmittelbar bevorstand. Als ich die Soldaten fragte, was sie wollen, sagten sie, sie wollten nicht mehr kämpfen, sondern nach Hause gehen und in Freiheit das Land bestellen, das ihre Mitbürger den Landbesitzern genommen hatten. Als ich sie fragte, was nun mit Mütterchen Russland geschehen solle, sagten sie, es sei nicht ihre Aufgabe, über die Zukunft des Staates nachzudenken. Nach drei leidvollen Kriegsjahren hatten die russischen Soldaten genug. Der Krieg mit seinen sich stets abwechselnden Erfolgen und Niederlagen wurde jetzt nicht militärisch, sondern durch den politischen Umbruch entschieden. Im September 1917 eroberten die Deutschen in einer letzten Schlacht Riga, Russlands zweitgrößten baltischen Hafen. Deutschland konnte jetzt abwarten und zusehen, wie Russland von allein zerfiel. Es war die Stunde von Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt als Lenin. Ein falscher Zug könnte alles zunichte machen. Wir sollten die Ereignisse nicht abwarten. Unsere Stunde hat geschlagen. Lenin plante eine Revolution der Bolschewiken. Aber die meisten Anhänger gewann er durch seine Parole Frieden um jeden Preis. Ende 1917 versuchte schon die zweite provisorische Regierung, Ordnung in Russland durchzusetzen. Aber als Lenin die Revolution anstiftete, war auch für Außenstehende offenbar, dass das Land im Chaos versank. Das ist keine Hauptstadt mehr, sondern eine Kloake. Niemand arbeitet mehr und die Straßen sind dreckig. Die Stadt ist mit Bergen von stinkendem Schmutz übersät. Es schmerzt mich zu sagen, wie schlimm es geworden ist. Die Menschen sind untätig und feige. Der kriminelle Instinkt, gegen den ich schon immer vorgegangen bin, scheint nun Russland zu verderben. Die Sozialisten haben den Wind gesät und Russland erntet den Sturm. Die Wirtschaftslage Russlands bezeichnet man schon gewöhnlich als am Rande des Abgrunds. Ausländische Revolutionäre wie der Amerikaner John Reed sahen die Stunde nahen. Auf der einen Seite stand die monarchistische Presse und hetzte die blutige Unterdrückung an. Auf der anderen Seite stand Lenin und rief: Zum Aufstand! Wir dürfen nicht länger warten! Die Regierung schien täglich hilfloser zu werden. Bewaffnete Arbeiter strichen des Nachts durch die Straßen, lieferten sich Kämpfe mit Marodeuren und sammelten Waffen, wo sie nur konnten. Im November 1917 stand die in späteren russischen Filmen verklärte Revolution unmittelbar bevor. Die provisorische Regierung befahl dem Schlachtschiff Aurora, den Hafen von Petrograd zu verlassen.
Sie fürchtete, dass revolutionsfreundliche Matrosen die Kanonen auf den Regierungssitz richten könnten. Ein Panzerwagen fuhr mit schriller Sirene auf und ab. In jeder Ecke und auf jedem Platz versammelten sich Gruppen. Und Menschenmassen zogen ohne Unterlass durch die Straßen. Am 7. November gaben die Kanonen der Aurora den Startschuss für den Sturm auf den Winterpalast. Bei Tagesanbruch fand man die Stadt in heller Aufruhr. Die ganze Nation erhob sich zu zischenden Sturmwogen. Binnen weniger Tage erreichte die Revolution auch Moskau. Eine Kommission russischer Soldaten unterbreitete Deutschland ein Friedensangebot. Im Dezember 1917 trat an der Ostfront ein Waffenstillstand in Kraft. In mehr als drei grausamen Jahren hatten 2.300.000 Russen ihr Leben gelassen. 5 weitere Millionen waren verletzt worden. Trotz all ihrer Fehler und Probleme hielt die kaiserliche russische Armee 160 deutsche und österreichische Divisionen gefangen. Dass diese jetzt freigelassen werden könnten, hatte einen verheerenden Effekt auf die Alliierten. Italien spürte als erster unter den Alliierten den Effekt von Russlands Zusammenbruch. Ende Oktober griffen deutsch-österreichische Verbände in den norditalienischen Bergen an. Gerüchte und das Dementi der Gerüchte kamen aus dem Norden. Aber am 27. Oktober konnte niemand mehr den Vorstoß der Deutschen leugnen. Er war beträchtlich und schnell. Der Versuch der Italiener, in österreichisches Gebiet vorzudringen, ging nach hinten los. 275.000 italienische Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Viele der noch kämpfenden Italiener sahen schon keinen Sinn mehr. Unsere Männer marschierten verbissen weiter, manche geschlagen und verwirrt, andere müde, aber frohgemut, weitere mit unerkennbarem Ausdruck. In einigen Gesichtern aber sah ich die Bewusstheit der Tragödie, in der wir eine Nebenrolle spielten. Fünfzehn Kilometer vor Venedig konnten die Italiener den Vorstoß der Deutschen aufhalten. Jedoch nur mit Unterstützung der Briten und Franzosen. Ende 1917 war der Ausblick für die Alliierten allenorts düster. General Ludendorff auf Seiten der Deutschen hingegen war optimistischer denn je. Dank des Zusammenbruchs Russlands ist die militärische Lage am Neujahr 1918 für uns günstiger, als das jemals zu erwarten gewesen wäre. Zahlenmäßig waren wir im Vergleich mit dem Feind noch nie stärker. Für die Alliierten schien es nur eine Hoffnung zu geben: Amerika. Am 6. April 1917 hatte Präsident Woodrow Wilson Deutschland den Krieg erklärt. Die Briten begrüßten den neuen Verbündeten als Retter. Es war immer mein erklärter Wunsch, dass die beiden englischsprachigen Nationen sich in einer großen Angelegenheit verbündeten. Heute wird dieser Wunsch wahr. Die angelsächsische Rasse muss die Zivilisation retten. Im Sommer 1917 treffen erste amerikanische Verbände in Europa ein. Sie sahen größer als gewöhnliche Männer aus. Groß und aufrecht standen sie in grellem Kontrast zu den Armeen von zu kleinen und blassen Rekruten, an die man sich hierzulande gewöhnt hatte. Sie schienen gewissermaßen wie himmlische Tommys. Hatte man wieder ein Regiment aus unserem erschöpften Herrschaftsgebiet hervorgezaubert? Doch dann hieß es: Seht nur, seht! Da sind die Amerikaner. Zuerst rief man uns Doughboys, später dann Dogfaces. Woher der Begriff Doughboys kam, ist mir schleierhaft. Der Name Dogfaces ist auf unsere Hundemarken zurückzuführen.
Und darauf, dass wir in Notzelten schliefen, uns beim Essen anknurrten und jede Frau angeiferten, die wir sahen. Für viele dieser ersten Amerikaner war das Training an der Westfront ein Kulturschock. Einer listete seine Lieblings-Hassobjekte auf. Unsere Offiziere führen die Liste an. Die wollen uns nie etwas Gutes und sind launisch, arrogant und unvernünftig. Dann kommt das Wetter. Als drittes die Esel und unsere löchrige Kleidung als viertes. Ständig haben wir nasse Füße. Nummer 5 sind die Läuse. Der Brei aus Kartoffeln und Fleisch Nummer 6. Das Heimweh ist Nummer 7. Die meisten von uns waren noch nie von zu Hause weg und die Sehnsucht nach etwas weiblicher Zuneigung ist schrecklich. Ganz unten auf der Liste stehen die Deutschen. Wären sie nicht, könnten wir nach Hause fahren. Der Oberbefehlshaber der amerikanischen Expeditionsstreitmacht, General John J. Pershing, musste seinen Haufen blutiger Anfänger auf den Krieg vorbereiten. Der Weltkrieg erforderte den gekonnten Umgang mit den Massen. Es ist eines, 1 oder 2 Millionen für die gute Sache einzuberufen. Aber etwas anderes, sie in eine wohlorganisierte Armee zu verwandeln, die in Schlachten mit den in 3 Kriegsjahren bestgeschultesten Streitkräften Europas mithalten soll. Die ersten Kriegshandlungen der Amerikaner waren wie die Kämpfe der Briten an der Somme 1916. Sie waren enthusiastisch und hoch motiviert, aber sie mussten eine Menge Lehrgeld in einigen sehr blutigen Schlachten zahlen. Im Juni 1917 wurden die ersten Amerikaner in Kampfhandlungen verwickelt. Das frühe Morgenlicht entdeckte mir den ersten toten Amerikaner. Ich hatte mich an die Toten gewöhnt, aber dieser bewegte mich dennoch. Er sah so frisch und elegant aus in seiner Uniform. Außerdem standen sie für die Hoffnung, die wir Alliierten hegten. Auch Deutschlands Generäle bemerkten, dass die Amerikaner den entscheidenden Unterschied bedeuten könnten. Der enorme Überfluss an aufgestauter Energie, mit dem sich die amerikanischen Truppen in den Kampf stürzten, bewirkte mehr als nur den Ausgleich an Schwäche der völlig erschöpften Alliierten. Mit den plötzlich auftauchenden Amerikanern im Nacken wagte Ludendorff ein Risiko, um den Krieg schnell zu entscheiden. Während er den Plan für den endgültigen Sieg im Jahr 1918 entwarf, glaubten die Alliierten nicht an eine schnelle Entscheidung des Krieges an der Westfront. Nur wenige sahen voraus, dass sich schon bald alles ändern würde. Im 1918 gipfeln 4 Jahre erbittertster Kämpfe in einem donnernden Angriff der Deutschen. Briten und Franzosen blicken der drohenden Niederlage bereits ins Gesicht. Doch in der Mitte des Jahres schlagen die Alliierten zurück. Die Pattsituation in den Gräben wird endlich durchbrochen. Und die Kanonen verstummen. Wir hielten inne, sahen uns an und wussten plötzlich gar nicht mehr, was wir tun sollten. Dennoch war 1918 das verlustreichste Kriegsjahr für die Alliierten. Nach dem jahrelangen Massaker schöpfen die Menschen Trost daraus, dass die Millionen nicht umsonst gestorben sind. Plötzlich gab es kein Halten mehr. Alle tanzten auf der Straße mit Verwundeten und natürlich mit Mädchen. Dies ist die Geschichte jenes Jahres, das alles veränderte. Hier zum ersten Mal in Farbe.
Wir schreiben den Januar 1918. Fast 3,5 Jahre Krieg sind vorüber. Allein an der Westfront sind 2 Millionen Briten gestorben, verwundet worden oder in Gefangenschaft geraten. Bei den Franzosen beläuft sich die Zahl der Opfer auf 3 Millionen. Die französische Armee erholte sich noch von der massenhaften Fahnenflucht aus dem Frühjahr 1917. Die britische war völlig erschöpft. All die schrecklichen Kämpfe hatten nur auf wenigen Hektar französischem und belgischem Boden stattgefunden. Der britische Premierminister David Lloyd George verweigerte die Entsendung weiterer Verstärkung, weil er der Meinung war, dass die britischen Generäle in der Schlacht bei Passendale 1917 zu viele Leben vergeudet hätten. Sowohl an der Front als auch in der Heimat fiel Neujahr 1918 freudlos aus. Wann ist dieser furchtbare Albtraum endlich vorüber? Das ganze Land ist am Boden. Niemand mag mehr über den Krieg reden. Alle haben ihn satt. Wann können wir wieder ein normales Leben führen? Wird das jemals wieder möglich sein? Für die Deutschen hingegen barg das neue Jahr die Chance auf den Kriegsgewinn. Die deutsche Armee war bereit für die entscheidende Offensive. Die Russen wollten den Frieden und dadurch konnten tausende deutsche Soldaten für die große Offensive an die Westfront verlegt werden. Der deutsche Befehlshaber an der Westfront, General Erich Ludendorff, richtete alles für die Schlacht ein. Die Offensive an der Westfront würde eine der schwierigsten Operationen der Geschichte sein. Dessen war ich mir vollends bewusst. Die deutsche Nation würde alles dafür geben müssen. Am 21. März 1918 griffen die Deutschen auf einer 102 Kilometer langen Frontlinie an. Die Frühjahrsoffensive, oder auch Kaiserschlacht genannt, war die bis dahin größte Offensive in der modernen Kriegsführung. 6.500 Kanonen und 3.500 Granatwerfer wurden zeitgleich eingesetzt. Winston Churchill, wieder im Amt als Rüstungsminister, bereiste das militärische Hauptquartier in Frankreich. So schnell wie ein Pianist seine Finger über die Klaviatur gleiten lässt, baute sich in nur einer Minute die schlimmste Kanonade auf, die ich je gehört hatte. Nach dem Bombardement kamen die deutschen Sturmtruppen zum Zug. Der große Moment war gekommen. Das Chaos unserer Gefühle wurde durch Wut, Alkohol und Blutdurst hervorgerufen, als wir entschlossen, ja unwiderstehlich, gegen die feindlichen Linien anstürmten. Wir waren unter schwerem Maschinengewehrbeschuss. Die vordersten Plänkler kamen auf uns zu wie unerschrockene Jagdhunde, die einer Fährte folgen. Der 21. März sollte einer der dramatischsten Tage des Krieges werden. Die deutschen Soldaten waren von dem scheinbar großen Sieg überwältigt. Was wir nicht gewagt hatten zu hoffen, geschah. Die feindliche Artillerie blieb stumm. Sie war mit einem Riesenschlag zu Boden gestreckt. Wir hielten es im Stollen nicht länger aus. Auf Deckung stehend bestaunten wir die über den englischen Gräben flammende turmhohe Feuerwand, die sich hinter wallenden blutroten Wolken verschleierte. Die Deutschen bombardierten uns mit allem, was sie hatten. Bei Tagesanbruch sahen wir die Deutschen im Tal vorrücken. Wir schickten Boten zur Beschaffung von Instruktionen ins Hauptquartier. Die ersten beiden wurden getötet oder gefangen genommen. Der dritte kam zurück und berichtete, dass die Deutschen in unserem Hauptquartier frühstückten. In nur 14 Tagen rückte die deutsche Armee auf 80 Kilometer breiter Front um 30 Kilometer vor. Verglichen mit dem Stillstand der letzten 3 Jahre war der Gebietsgewinn geradezu gigantisch. Am 4. April war die Schlacht vorüber. Der Sieg war eine Meisterleistung und wird als solche in die Geschichte eingehen. Wir hatten erreicht, was Engländer und Franzosen nicht zusammen geschafft hatten, und das im 4. Kriegsjahr. Wir befinden uns in der bislang schwierigsten Zeit. Die Deutschen sind großartige Kämpfer mit einer großartigen Organisation im Rücken.
Tatsächlich aber gelang es den Deutschen nicht, den Alliierten die alles entscheidende Niederlage beizufügen. Die Briten übten sich in Durchhalteparolen. Viele unter uns sind müde. Ihnen sage ich, siegreich wird sein, wer am längsten durchhält. Für uns gibt es keinen anderen Weg, als bis zum Ende zu kämpfen. Jede Stellung muss bis zum letzten Mann gehalten werden. Ein Rückzug kommt nicht in Frage. Mit dem Rücken zur Wand, aber für die richtige Sache, kämpfen wir bis zum Schluss. Wir haben erlebt, was ein wahrer Krieg ist. Es war eine schreckliche Zeit, aber wir sind unbesiegt, wenn auch erschöpft. Die Männer sind trotzdem heiter, auch wenn einem der Gedanke an die gefallenen Kameraden das Herz bricht. Wir wussten nie, ob der dunkle Engel nicht jeden Moment kommen würde. Wenn eine Granate explodierte, waren die Schrapnellsplitter überall. Eine Schrapnellwunde war schlimmer als eine Kugel. Wenn dich eine Ladung traf, wurdest du in Stücke gerissen. Für die Alliierten war dies die kritischste Phase des Krieges. Die Deutschen hätten die britische Armee fast von der französischen getrennt. Deshalb beriefen die Alliierten den Franzosen, General Foch, zum gemeinsamen Oberbefehlshaber. Er sollte beide Armeen koordinieren und ihre Trennung durch die Deutschen verhindern. Ludendorffs Ziel war Paris, das keine 150 Kilometer entfernt im Süden lag. Die Eroberung von Paris wäre gleichbedeutend mit dem Kriegsgewinn gewesen. Am 26. Mai ging die deutsche Armee abermals zur Offensive über. Der Fritz ließ seine Kanonade los, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Sie nannten es Trommelfeuer. Und die Beschreibung könnte nicht passender sein. Es war wie der Wirbel auf einer Kesselpauke. Binnen 4 Tagen rückten die Deutschen um 50 Kilometer bis zur Marne vor. Paris war schon in Sicht, als sich das Schicksal plötzlich drehte. In den ersten 2 Monaten der Kaiserschlacht hatten die Alliierten 350.000 Verluste zu beklagen. Die Deutschen allein kamen auf ebenso viele Opfer. Ihre Linien wurden dünner, aber die oberste Heeresleitung drängte auf einen letzten Vorstoß. Im Juli 1918 wusste das deutsche Oberkommando, dass die Zeit bald ablaufen würde. Die Deutschen hatten den Alliierten in 4 Schlachten keine entscheidende Niederlage beibringen können, und jetzt kamen auch noch die Amerikaner hinzu. Man legte die letzte Hoffnung in eine Großoffensive an der Marne. Am 15. Juli greift Deutschland mit 52 Divisionen an. Die französischen Verteidiger waren weit zurückgezogen stationiert und so gerieten die angreifenden deutschen Sturmtruppen außerhalb der Reichweite der sie unterstützenden Artillerie. Dann gingen alliierte Panzer und die Infanterie zum Gegenangriff über. Den Deutschen ging die Puste aus. Ihre großen Offensiven und Versuche, den Krieg schnell zu entscheiden, wären zwar fast geglückt, aber zum Ende wurden die Lücken in den Linien immer größer und konnten nicht mehr gefüllt werden. Ludendorff erkannte, dass das Spiel verloren war. Alles, was ich immer befürchtet und vor dem ich immer gewarnt hatte, war plötzlich eingetreten. Unsere Kriegsmaschinerie arbeitete nicht mehr effizient, auch wenn der Großteil unserer Divisionen heldenhaft kämpfte.
Inzwischen waren 1 Million Amerikaner in der Kampfzone eingetroffen. Und die Alliierten konnten an einen Gegenschlag denken. Doch nicht nur an der Westfront wurde der Krieg auf den Kopf gestellt. Noch im Oktober 1917 hatte ein Angriff deutsch-österreichischer Truppen die Italiener in die Flucht geschlagen. Die Italiener konnten kaum mehr ihre Stellung 24 Kilometer vor Venedig halten. Und so kamen Briten und Franzosen zu Hilfe. Doch schon im Juni 1918, gerade einmal 6 Monate später, waren die Italiener bereit für den Gegenangriff. Ihre britischen Verbündeten waren von der moralischen Kehrtwende beeindruckt. Gute Nachrichten. Die Italiener haben ihre Truppenordnung vollständig wiederhergestellt. Jetzt spricht jeder über den Anfang vom Ende. Die Österreicher sind in übler Verfassung. Und es wird noch schlimmer werden, wenn die Nachricht von ihrer Niederlage die Runde macht. Jetzt wussten wir, dass Italien gerettet war und alle brachen in Jubel aus. Wir wussten allerdings noch nicht, dass Österreich-Ungarn dazu verdammt war, von der Liste der Großmächte zu verschwinden. Aber die endgültige Entscheidung des Krieges sollte an der Westfront fallen. Die alliierten Truppen vereinten sich zu der größten Streitmacht, die die Welt je gesehen hatte, und setzten dabei das volle Spektrum an Taktik und Waffen ein. Am 4. Juli 1918 ging eine australische Division zu einem kleinen, aber effektvollen Angriff über. Er wurde zum Modell des idealen Angriffs. Die Infanterie rückte hinter den Panzern vor, gedeckt von der Kanonade und dem Maschinengewehrfeuer der unterstützenden Truppen. Die Royal Air Force setzte zum ersten Mal auch Fallschirme für den Munitionsnachschub ein. Dank sorgfältiger Geheimhaltung war der Angriff ein voller Erfolg und die Überraschung bei den Deutschen groß. Aufgrund des Erfolgs planten Briten und Franzosen, die australische Taktik zu übernehmen und im großen Maßstab umzusetzen. Angeführt von 530 britischen und 70 französischen Panzern, versammelten die Alliierten ihre Streitkräfte bei Amiens. Am 8. August eröffnete unsere Artillerie um 4 Uhr nachts im Schutz des immer stärker werdenden Nebels ein Trommelfeuer, das die feindlichen Geschützgruppen vernichtete. Völlig überrascht von der Stärke unseres Angriffs, wurde der Gegner zurückgetrieben. Plötzlich begann mit mächtigem Knall die Sinfonie der 1000 Kanonen. Augenblicklich bewegte sich alles vorwärts. Jeder Mann, jede Einheit, jeder Wagen und jeder Panzer rückte unaufhaltsam vor. Zehn Kilometer sind wir schon vorgerückt. Es ist der Anfang der mobilen Kriegsführung. Für die Alliierten war es der bislang erfolgreichste Kriegstag. Der Angriff erfolgte so schnell und unerwartet, dass eine deutsche Brigade beim Frühstück überrascht wurde. Die Organisation war perfekt und die Geschwindigkeit für einen Vorstoß unfassbar schnell. Vorzurücken fühlte sich gut an, ganz anders als im März, als wir noch diejenigen im Rückwärtsschritt waren. Die Alliierten rückten 12 Kilometer vor und fügten den Deutschen 27.000 Verluste bei. Solch einen Sieg hatte man an der Westfront seit 1914 nicht mehr erlebt. Im folgenden Monat wurden die Deutschen auf 65 Kilometer breiter Front um 40 Kilometer zurückgedrängt. Und manch einer der Alliierten beobachtete einen verblüffenden Wandel. Die Disziplin der Deutschen löst sich schnell auf und die deutschen Offiziere sind nicht mehr das, was sie mal waren. Mir scheint das der Anfang vom Ende zu sein. Ich denke, der Deutsche wird noch vor dem Winter aufgeben.
Ihr Zuhause habt allen Grund zu feiern, auch wenn es hier bei uns trotz alledem nicht in einen Spaziergang ausartet. Denn noch steckt Leben in dem Deutschen. Wenn uns ein Leben nach dem Krieg vergönnt ist, müssen wir Gott für seine Gnade danken. Allerdings, noch bin ich nicht zu Hause. Die größte Veränderung fand durch die massenhaft eintreffenden Amerikaner unter ihrem Kommandanten General John J. Pershing statt. Allein die schiere zahlenmäßige Überlegenheit musste den Alliierten früher oder später den Sieg bescheren. Im Juli 1918, ein Jahr nach ihrem Kriegseintritt, waren 1 Million Amerikaner an der Westfront eingetroffen. Die Zuversicht der Alliierten war dank des neuen Verbündeten groß. Es gibt etliche Amerikaner in unseren Linien. Die Yanks und wir verstehen uns fast blind und ich bin sicher, sie werden ausgezeichnete Kämpfer abgeben. Es war toll. Jeden Morgen sprang ich aus dem Bett und strotzte vor Kraft. Mitte September 1918 führten die Amerikaner ihre erste eigenständige Attacke durch. Ihr Ziel war die deutsche Frontspitze bei Saint-Mihiel. Es war ein voller Triumph. Und Pershing jubilierte. Saint-Mihiel weckte wahrscheinlich mehr als alle anderen Einzelschlachten die müden Geister der Alliierten. Wenige Tage nach Saint-Mihiel versammelten sich amerikanische, britische und französische Streitkräfte zu einem Großangriff auf die Schlüsselposition der deutschen Verteidigung, die Siegfriedstellung. Die Hindenburg-Linie oder Siegfriedstellung war ein fast undurchdringbarer Verteidigungsperimeter mit Stacheldraht und Betonstellungen. Nur hier wären die Alliierten aufzuhalten gewesen. Dem einfachen alliierten Soldaten erschien ein Angriff der Siegfriedstellung als eine unmögliche Aufgabe. Schon letztes Jahr hatten wir sie ohne Erfolg angegriffen. Jetzt sollten wir es wieder tun, aber niemand glaubte diesmal an einen guten Ausgang. Selbst die Australier hatten das Gefühl, wir würden mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. In der letzten Septemberwoche hatten sich 123 alliierte Divisionen, zusammen 500.000 Soldaten, versammelt. Marschall Foch erteilte den Befehl zum Angriff, der den Krieg endgültig entscheiden könnte. Die Natur und Bedeutsamkeit dieser Operation erfordern, dass bei jedem Anfangserfolg sofort und ohne Verzögerung nachgesetzt werden muss. Die Verteidigungslinien müssen so schnell und so tief wie nur möglich durchschnitten werden. Daher muss jede Verzögerung während der Operation verhindert werden. Der Stillstand in den Gräben gehörte der Vergangenheit an. Als der präzise Artilleriebeschuss den Feind immer mehr schwächte, verstanden die alliierten Soldaten die Bedeutung des mobilen Krieges. Plötzlich hieß es vorwärts. Unter der Last des Maschinengewehrs liefen wir los. Wir waren alle aufgeregt und es war ein unglaubliches Getöse. Ständig rechnete ich damit, getroffen zu werden, wurde es aber nicht. Wir krochen durch Bäche und Stacheldraht, wurden immer nasser und zerfetzter. Wir drangen vorwärts. Kaum waren wir 100 Meter weiter, fegte uns ein Maschinengewehrfeuer von den Beinen. Kugeln flogen überall umher, aber trotzdem kamen wir weiter voran. Wir saßen ganz schön im Schlamassel, waren dreckig, beschlammt und bis auf die Knochen durchnässt, weil unsere Kleider zerrissen waren. Brooks wurde beim Vorstoß getötet, Holt verwundet. Ein britischer Funker folgte der Infanterie über den Graben, um direkt von vorderster Front zu berichten.
aber seine Einheit hatte ein wichtiges Teil der Ausrüstung vergessen. Wir hatten die Antenne vergessen. Ich lief ganz zurück, fand sie und durchquerte wieder alle Gräben und musste über viele Tote steigen. Ich traf nur auf Tote und weil ich einfach hinüberstieg, sagte ich immer, sorry, Kamerad. Innerhalb von 3 Tagen erlitten die Alliierten tausende Verluste. Aber am 29. September durchbrachen sie die einst unüberwindbare Siegfriedstellung. Die mörderische Nachricht kam von der Front. Morgen sollten wir nachrücken. Es sollte die größte Schlacht des Krieges werden und der größte Sieg. Unser Colonel sagte, wir gehen durch die Deutschen durch wie das Messer durch die Butter. Unsere Weihnachtsgans bekommen wir diesmal in Berlin. Das überzeugte mich. Ich hatte die Aufgabe für unmöglich gehalten, aber alle waren so frohgemut, dass es mich mitriss. Es wurde zum Generalangriff geblasen. Alle alliierten Armeen griffen gleichzeitig an. Der Gegner bekam keine Atempause. Wir drangen ohne Unterlass auf ihn ein, bis der Sieg zum Greifen nah war. Der Durchbruch durch die Siegfriedstellung war ein schwerer Schlag für die Deutschen. Ludendorff, der nie eine Konfrontation gefürchtet hatte, entschloss sich, den Alliierten einen Waffenstillstand anzubieten. Natürlich sollte es ein Waffenstillstand sein, der Deutschland die Ehre und seine Gebiete bewahrte. Schon im Januar hatte der amerikanische Präsident Wilson ein 14-Punkte-Programm vorgestellt, das eine für alle Seiten akzeptable Friedensordnung gewährleisten sollte. Die alliierten Oberbefehlshaber versammelten sich, um über die Friedensbedingungen zu verhandeln. Zur gleichen Zeit appellierte Deutschland an Amerika. Deutschland sah den letzten Ausweg darin, Amerika von den Alliierten zu entzweien, indem es direkt mit Amerika eine Vereinbarung schloss. Es war offensichtlich, dass jemand versuchte, sich die »Du kommst aus dem Gefängnis frei«-Karte anzueignen, und niemand, auch nicht die Amerikaner, hätten das akzeptiert. Die Engländer und Franzosen verlangten im Rahmen einer Friedensvereinbarung die Abschaffung der deutschen Monarchie. Für einen Traditionalisten wie Ludendorff war das eine unzumutbare Bedingung. Mit einer immer noch kampfesbereiten Armee im Rücken schwenkte Ludendorff um und die Hoffnung auf einen schnellen Frieden rückte in weite Ferne. Auch wenn sich der Todeskampf dem Ende neigte, so war der Krieg noch nicht vorüber. Mitte Oktober 1918 erreichte das drohende Unheil auch die deutsche Heimatfront. Die alliierte Seeblockade schnitt Deutschland vom Nahrungsmittelimport ab. Die Schiffe lagen im Hafen und die Bevölkerung litt Hunger. Auch auf dem Schlachtfeld wurden die Rationen Tag für Tag kleiner. Während General Ludendorff weiter zum Kämpfen aufrief, wussten andere bereits, dass das Spiel aus war. Die Moral der Truppen hat ernsthaft gelitten und ihre Stärke nimmt täglich ab. Die Soldaten ergeben sich in Horden, sobald der Gegner angreift. Ich sehe keine Möglichkeit, länger als bis zum Dezember durchzuhalten. Ludendorff erkennt den Ernst der Lage nicht. Wir müssen den Frieden erlangen, bevor der Gegner in Deutschland einfällt. Wehe uns, wenn das geschieht. Als Deutschlands Soldaten dennoch sinnlos weiterkämpften, erschien den müden alliierten Soldaten der Krieg nutzloser als je zuvor. Ich wünschte, der Fritz würde endlich aufgeben, bevor wir noch tausende weitere wertvolle Leben verlieren. Der Frieden war schon so nah und sie schlagen ihn einfach aus. Oh, wie ich diesen Krieg satt bin. Die heutigen Opfer belaufen sich auf 253 Offiziere und 6000 Mann.
Die Verluste der letzten Wochen waren enorm. Im Schnitt sicher 30.000 bis 40.000 jede Woche. Die Krankenhäuser platzen aus allen Nähten. Und ein Freiwilliger erzählte mir, dass manche Fälle so schlimm seien, dass man sie in einer Kiste anliefert. Man kann davon ausgehen, dass es bald vorbei ist. Von den Deutschen, die wir treffen, geht keine Gefahr aus. Die denken nur noch an den Frieden. Inzwischen kehrten französische und belgische Flüchtlinge in ihre Dörfer zurück, die von den Deutschen eingenommen und vom Krieg zerstört worden waren. Anfang November konnte kein deutscher Soldat mehr die Augen vor dem Zusammenbruch der eigenen Reihen verschließen. Die deutsche Armee war in schlechter Verfassung. Soldaten und Zivilisten waren hungrig und der Verlust an Material konnte nicht ersetzt werden. Die Soldaten, die an die Front kamen, waren viel zu jung, schlecht trainiert und kämpften nicht entschlossen, weil der Krieg schon als verloren galt. Aber Ludendorffs Kampfeswille war ungebrochen und er wies alle Einheiten an, kein Friedensangebot anzunehmen. Doch dann kam das Ende. Am 26. Oktober entließ der Kaiser Ludendorff wegen Befehlsverweigerung. 2 Wochen später dankte der Kaiser selbst ab und ging ins Exil. Die zurückbleibenden deutschen Politiker wussten, dass sie sich den Bedingungen der Alliierten würden fügen müssen. Am 11. November wurde um 5 Uhr früh in einem Zug in der Nähe von Compiègne ein Waffenstillstand vereinbart. Ab dem 11.11. um 11 Uhr schwiegen die Waffen an der Westfront. Alles verstummte. Es war wie ein tödliches Schweigen. Anders kann ich es nicht nennen. Wir hielten inne, sahen uns an und hatten plötzlich kein Ziel mehr. Wir wussten gar nicht, was wir jetzt tun sollten. Es war ein unheimliches Gefühl. Ihr habt die größte Schlacht der Geschichte gewonnen und für den heiligsten aller Gründe gefochten, für die Freiheit der Welt. Ihr könnt stolz auf euch sein, denn ihr habt unsterblichen Ruhm und den Dank der Nachwelt erworben. Plötzlich gab es kein Halten mehr. Alle tanzten auf der Straße mit Verwundeten und natürlich mit Mädchen. Es war sicher der bemerkenswerteste Tag des Krieges. Die Straßen waren schon bald so voll, dass man sich kaum bewegen konnte. Die Menge jubelte. Soldaten trugen Mädchen auf ihren Schultern und wurden von fremden Mitbürgern umarmt. Der Gedanke, endlich heimzukehren, machte uns aufgeregt und vergnügt zugleich. Bald wären wir wieder zu Hause, bekämen wieder Süßes, könnten in Betten schlafen und unsere Freunde und Mädchen sehen. Freundinnen, Söhne, Töchter und vor allem Mütter schlossen die heimkehrenden Helden in ihre Arme. Sie war so glücklich, dass sie mich wieder zurück hatte. Ich war schließlich ihr Sunny Boy. Sie dachte immer nur, zum Glück ist er sicher zurückgekehrt. Beim Anlandgehen überfiel mich ein seltsamer, fast unwirklicher Gedanke. Ich hatte eine Zukunft. Es lag eine Zukunft vor mir. An dergleichen hatte ich seit Jahren nicht mehr gedacht. As the man came back, als die Männer zurückkamen und ihre Erlebnisse schilderten, konnten die Menschen kaum fassen,
wie wir das hatten überleben können. Ich wurde aus dem Armeedienst entlassen und fragte mich, wieso sollen sich zwei Völker auf dem Schlachtfeld erschießen? Es war nichts als Mord. Wenn es einen Gott gibt, warum hat er den Kaiser und Hitler nicht einfach sterben lassen, anstatt all diese Leben zu opfern? Not sacrifice all those lives. For the British. Für die Briten war nicht 1916 an der Somme, auch nicht 1917 bei Passendale, sondern das Siegjahr das teuerste des Krieges. Den Sieg erlangten sie schließlich erst nach den schweren Angriffen der Deutschen im ersten Halbjahr. Ein anderer interessanter Punkt ist, dass die Briten allein 1918 mehr Soldaten verloren als während des ganzen Zweiten Weltkriegs. Aber für den Moment atmete die Welt tief durch, wie diese Franzosen, die ihre Befreier begrüßten. Ganz Belgien, 1914 das erste Ziel der deutschen Angriffe, erfreute sich am Frieden. Der belgische König kehrte zurück ins Land und wurde in Brüssel stürmisch empfangen. Die deutschen Streitkräfte traten den Heimweg an. Der Heimweg nach einer Niederlage ist für gewöhnlich eine traurige Angelegenheit. Aber die Freude und Erleichterung über das Kriegsende überwog alles. Was immer nun im zivilen Leben vor uns lag, wäre im Vergleich zum Vergangenen ein leichtes. Ich hatte keine Angst vor der Zukunft. Der Waffenstillstand sicherte den deutschen Verbänden den sicheren Marsch in die Heimat zu. Ich denke oft, dass dies ein schwerer psychologischer Fehler der Alliierten war. Die Deutschen konnten so das Gefühl haben, gar nicht richtig besiegt worden zu sein. Sie marschierten eher zurück, als dass sie wie Gefangene zurückgeführt wurden. 12 Tage nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands ergab sich die deutsche Marine offiziell und händigte den Briten ihre Schiffe aus. Englische Offiziere kletterten auf unser Deck. Uns blieben fast die Herzen stehen und wir bissen uns ob der Schande auf die Lippen. Nein, keine Schande. Wir dachten mit Stolz an unsere Siege und Taten. Als die englische Flagge gehisst wurde, drehten wir ihr den Rücken zu und sahen der Heimat entgegen. Deutschlands Hochseeflotte fuhr zur britischen Basis nach Scapa Flow, um sich der Kontrolle der Alliierten zu unterwerfen. 9 Monate später versenkten deutsche Matrosen in einem finalen Akt des Widerstands ihre eigenen Schiffe und errangen damit in den Augen ihrer Anführer einen letzten kleinen Sieg. Die Geschichte des deutschen Volkes endet für den Moment im Frieden. Die Zukunft liegt düster vor uns. Ein einziger Lichtblick sind die Taten unserer Männer bei Scapa Flow. Alle Illusionen sind verflogen. Wir blicken in das Nichts. Wir sahen die Schiffe bei Scapa Flow. Bei manchen ragte nur noch der Schornstein aus dem Wasser. Aber die meisten lagen auf dem Grund. Wir konnten es kaum glauben. Alliierte Truppen überquerten dann die deutsche Grenze, um das Rheinland zu annektieren. Endlich haben wir unser Ziel erreicht. Der Rhein. Der deutsche Rhein ist von britischen Truppen flankiert. Der Kaiser wird seine Weihnachtsgans nun nicht mehr in London essen können, aber wir unsere im Herzen von Deutschland.
Im Januar 1919 treffen sich die Delegierten Europas erschöpfter Nationen zur Friedenskonferenz in Paris. Wir reisten nicht nach Paris, um den Krieg abzuwickeln, sondern um eine neue Ordnung in Europa zu beschließen. Der Nimbus einer göttlichen Mission umgab uns. Wir mussten vorsichtig, rigoros, gerecht und asketisch sein. Wir waren entschlossen, Großes und Weitreichendes zu bewirken. Der britische und französische Premier, David Lloyd George und Georges Clemenceau, würden gemeinsam mit Amerikas Präsident Wilson über Europas Zukunft entscheiden. Für Lloyd George und Clemenceau bestand die oberste Priorität darin, langfristig zu verhindern, dass Deutschland wieder Krieg führen könnte. Deutschland sollte alle Flugzeuge, Panzer und U-Boote aushändigen, sein stehendes Heer auf weniger als 100.000 Mann verkleinern, alle Kolonien abtreten und Reparationsleistungen zahlen. Die Gebiete im Osten sollten außerdem an das neue, unabhängige Polen fallen. Einigen der Delegierten, die mit großen Hoffnungen nach Paris gereist waren, erschienen die Bedingungen zu hart. Wäre ich anstelle der Deutschen, ich würde niemals unterzeichnen. Der Vertrag lässt ihnen keine Hoffnung, weder für jetzt noch für die Zukunft. Aber die Macht lag bei den Gewinnern, wie Lloyd George dem britischen Unterhaus erklärte. Es ist schrecklich, einem Land solche Bedingungen aufzuerlegen, aber schrecklich waren auch dessen Taten. Am 28. Juni wurde der Friedensvertrag im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles unterzeichnet. Draußen schießen plötzlich donnernd die Soldaten Salut und bedeuten den Parisern, dass der Versailler Vertrag unterzeichnet wurde. Die Siegernationen paradierten ein letztes Mal durch die Straßen, bevor wieder ein normales Leben beginnen konnte. Präsident Wilson jedoch hatte ein größeres Ziel. Eine neue Welt, die nie wieder von Kriegen verwüstet und deren Frieden von einer internationalen Organisation bewahrt würde. Dem Völkerbund. Der Völkerbund wurde am 24. April 1919 geschaffen. Präsident Wilson war maßgeblich an der Idee beteiligt. Er ist ein Garant des Friedens. Er ist ein Garant für das Gespräch und nicht für die Aggression. Er ist ein Garant für all die Dinge, die unsere Zivilisation beinahe in den Ruin getrieben hätten. Doch als Amerika sich in die Isolationspolitik flüchtete und Europas Nationen von innen zerrissen wurden, lösten sich Wilsons Hoffnungen in nichts auf. Die vier Kriegsjahre hatten revolutionären Ideen Auftrieb gegeben. Ja, die Ursache des Krieges selbst wurde in der alten Gesellschaftsordnung gesehen und die traditionellen politischen Systeme wurden in Frage gestellt. In London kam es zu militanten Arbeiterbewegungen. Unter ihnen waren auch Soldaten, die entlassen werden wollten. In den USA verbreiteten die Industrial Workers of the World Chaos auf den Straßen. Ursache dieser revolutionären Bewegungen waren die Bolschewiken in Russland. Aber ihr Land geriet in den Strudel eines blutigen Bürgerkriegs. Ohne Gnade töten wir unsere Feinde zu Hunderten. Für das Blut Lenins soll das Blut der Bourgeoisie in Bächen fließen. Der Bolschewismus hatte ganz Europa in Schrecken versetzt. Manch ein Politiker nutzte die Ängste der Menschen schamlos aus. In Italien versprach Benito Mussolini einen dritten Weg neben den Kommunisten und Kapitalisten. Seine Anhänger hießen Fascisti. Die Weimarer Republik in Deutschland wurde zum Schauplatz der Kämpfe zwischen Extremisten, Linken wie Rechten.
In Deutschland wütet ein Bürgerkrieg. Öffentliche Gelder werden verschwendet und eigennützig verwendet. Die Menschen, wie tief sind sie gesunken, suhlen sich ungehindert im Sumpf der Revolution. Massaker auf offener Straße waren fast alltäglich. Nach der Demütigung durch seine Nachbarn schien sich Deutschland jetzt selbst den letzten Hieb zu versetzen. Und der Ruf nach einem starken Führer wurde laut. Möge Deutschland nun Führer finden, die die Verantwortung annehmen wie einst die Generäle auf dem Schlachtfeld. Männer mit guten Absichten und festem Willen, die dem schwächelnden Nationalstolz frischen Atem einhauchen können. Männer, die all unsere gestalterischen Kräfte zu einem Ganzen konzentrieren können. Ludendorff, der Deutschland beinahe zum Sieg, doch schlussendlich in die Niederlage geführt hatte, fand diesen Führer in einem jungen österreichischen Unteroffizier, Adolf Hitler. Der Erste Weltkrieg sollte der Krieg sein, der alle Kriege ein für allemal beendete. Stattdessen war er der erste Schritt in eine europäische Katastrophe, die sich keine 20 Jahre später neu entzünden sollte. Sie werden nicht altern, so wie wir, die zurückblieben, altern. Alter wird sie nicht verblassen lassen, noch die Jahre verdammen. Beim Untergang der Sonne und am Morgen werden wir ihrer gedenken. So viele von uns wurden abgeschlachtet und ihre Namen stehen jetzt am Gedenktor. Zu Zehntausenden liegen sie in anonymen Gräbern. Ich frage mich oft, ob sich unser aller Opfer gelohnt hat oder ob wir von der Geschichte verdammt wurden. Denn es sollte ja noch ein weiterer Krieg folgen. War es das alles wert? Ich denke schon, denn in Europa und der restlichen Welt hat sich ein Bewusstsein der Sinnlosigkeit des Krieges im Allgemeinen durchgesetzt. Ich hoffe, das ist das bleibende Resultat dieser beiden Weltkriege. Der Erste Weltkrieg war tragisch, aber sicher nicht sinnlos. Immerhin haben die Alliierten durch ihren Sieg Schlimmeres verhindern können, nämlich die Herrschaft unter einem militaristisch-autokratischen Deutschland. Sie verhinderten die Unterdrückung der Demokratie in ganz Europa. Die 11. Stunde des 11. Tages im 11. Monat wurde und wird nie vergessen werden. Jetzt, da die zeitliche Distanz das Gedächtnis verschwimmen lässt, soll das Schlusswort den Zeitzeugen gehören. Diese schreckliche Geschichte, unter der wir 4 ganze Jahre leben mussten, ist aus und vorbei. Endlich werden keine tapferen Kameraden mehr durch die Hände der Deutschen sterben, durch Gas vergiftet oder an Krankheiten in den Gräben verenden. Keine langen Opferlisten mehr, die Verwandte oder Freunde in zerreißender Angst jeden Morgen überfliegen. Keine Grausamkeiten mehr auf Land und zu See. Keine Passagierschiffe mehr, die torpediert werden. Und keine Luftangriffe mehr. All das ist aus und vorbei. Man kann es noch gar nicht glauben. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Ich löste mich von den anderen, die langsam Richtung Whitehall schritten. Mein Herz krampfte sich vor Bestürzung zusammen. Alle, die ich näher gekannt hatte, waren tot. Nicht einer war zurückgekehrt, mit dem ich die Höhen und Tiefen meiner Erinnerung hätte teilen können.
Als die Jahre vergingen und meine Jugend und das Gedächtnis verblassten, warf sich ein immer dunkler werdender Schleier über die jungen Männer, die einst meine Altersgenossen gewesen waren. Der Krieg war vorüber und ein neues Zeitalter angebrochen. Aber die Toten bleiben tot und kehren nimmer zurück.